Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zum zweiten Panel an diesem Tag, am Samstag, dem letzten Tag der Konferenz. In diesem Panel geht es um islamischen und rechten Antisemitismus, was ich zunächst erstmal ganz kurz die erste Assoziation vielleicht als so ein Restepanel anhört, aber wo es sich vielleicht doch um die Kontinuitäten, die zwischen ja auch Nazi-Deutschland und dem nahen Mittleren Osten existierten, dreht und weswegen das dann doch sehr, sehr hervorragend gut zusammenpasst. Und ich habe mich heute entschieden, aufgrund meiner Kopfschmerzen, aber auch aufgrund dessen, dass wir schon Ängste hier haben, dass es hier zu vielen Überschneidungen kommen wird, entschieden, meinen inhaltlichen Input nach hinten zu stellen und erstmal die Podiumsgäste vorzustellen. Ich fange an mit Nikolai Schreiter, hier zu meiner Linken. Nikolai Schreiter hat in Wien und Jerusalem Politikwissenschaften studiert. Bis März diesen Jahres hat er bei RIAS Bayern gearbeitet und seit April ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt Antisemitische Verschwörungsmythen und Krisendiskurse als Angelpunkt rechtsextremer Mobilisierung. Nico forscht vor allem zu Antisemitismus in der extremen Rechten mit einem Schwerpunkt auf Antizionismus und im Verhältnis zu Israel. 2023 ist von ihm erschienen Figuren der Rationalisierung, Ausnahme, Juden und jüdische Kronzeugen im Antisemitismus der Rechten, extrem Rechten. 2022 ist erschienen in der Ashkenaz Antisemitismus, Antizionismus und Ausnahmen, positive Bezüge auf Israel und Zionismus von rechts in historischer Perspektive. Heute wird Nico vor allem anders als in der derzeitigen wissenschaftlichen Landschaft als einziger auf einem Vierköpfe-Podium vornehmlich zum rechten Antisemitismus sprechen. Danach wird Ulrike Becker, Dr. Ulrike Becker, sie hat ihren Doktortitel. Sie ist Historikerin und Forschungsleiterin im Mid-East Freedom Forum Berlin. Sie ist Expertin für Beziehungen zum Iran und verantwortlich für Forschung, Medien, Briefings und Policy Papers für Journalisten und PolitikerInnen. Sie entwickelt Konzepte gegen Antisemitismus und organisiert öffentliche Veranstaltungen und Vorträge. Sie schreibt unter anderem sehr, sehr viele Beiträge für die Jungle World. Sie promovierte zu den deutsch-ägyptischen Beziehungen in der Nachkriegszeit. 2024 erschien ihr Buch Nazis an Nil, westdeutsch-ägyptische Beziehungen zwischen 51 und 65 im Spannungsfeld von Neuanfang und nationalsozialistischer Kontinuität. Seit Wintersemester 2023-24 ist sie Research Fellow am Zentrum für Antisemitismus und Rassismustheorie an der Katholischen Hochschule in Aachen. Du wirst jetzt gleich erstmal eine Begriffsdefinition geben zu, ja, was heißt eigentlich islamischer Antisemitismus? Und anschließend wird Abdel Hakim Urgi das ergänzen, um ein, wie ich denke, vor allem Fokus auf den islamischen Antijudaismus im 7. und 8. Jahrhundert. Urgi wurde 68 in Algerien geboren. Er studierte in Oran und Freiburg Philosophie und Islamwissenschaften. Seit 2011 leitet er den Fachbereich Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem islamische Theologie, Koranforschung und das sunnitische Fatwa-Wesen. Er ist Initiator der viel beachteten Freiburger Deklaration der Kohlarer Muslime aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich vor allem für einen reformierten und säkularen Islam einsetzen. Er ist Mitbegründer der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin und hat jetzt
2023 veröffentlicht, Die Juden im Koran, ein Zerrbild mit fatalen Folgen, ist im Claudius Verlag in München erschienen und heute schon in der 4. Auflage. Und soeben habe ich gehört, dass er spätestens im Oktober, mit einem neuen Buch Lesereisen beginnen wird. Liebe zum Hass, Israel und der 7. Oktober, auch das wird im Claudius Verlag erscheinen. Und dann zu meiner Rechten direkt, Martin Kübers. Martin Kübers studierte Geschichte und Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach der Promotion 2004 unter Habil 2013 ist er wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg und Privatdozent für neuere Geschichte an der Universität Stuttgart. In seinen Forschungen widmet er sich insbesondere der Shoah und anderen Bereichen nationalsozialistischer Vernichtungspolitik sowie den Nachwirkungen und Ahndungsversuchen der Epoche. Zu seinen Buchveröffentlichungen zählt unter anderem Halbmond und Hakenkreuz, das Dritte Reich, die Araber und Palästina. Und er wird heute auch vor allem auf den zweiten Teil des islamischen Antisemitismus eingehen, nämlich den, der sich mit dem europäischen oder modernen Antisemitismus gepaart äußert. Genau, ich würde direkt abgeben an Nikolai, an Iku. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag, Mittag auch von mir. Genau, ich habe jetzt befunden, das passt auch ganz gut zum letzten Panel, weil eben, wie gesagt, ich jetzt vor allem über rechten Antisemitismus sprechen werde und darin einen Fokus auf die Bedeutung von Antizionismus im Antisemitismus legen möchte. Einerseits natürlich gerade nach dem 7. Oktober und andererseits gerade, weil Antizionismus neben Verschwörungsideologie und sekundärem Antisemitismus, glaube ich, eine der verbreitetsten Formen von Antisemitismus darstellt. Der Antizionismus, und das finde ich, hat man im letzten Panel gesehen, dass es dafür auch gute Gründe gibt, dass er eben im Linken und auch im Islamischen, ich glaube, das erklärt sich gerade mit dem 7. Oktober auch ein bisschen von selbst, dass der Antizionismus in diesen beiden sozusagen politischen Herkunftsmilieus von Antisemitismus eine große Rolle spielt. Ich finde aber eben, dass er gerade im rechten Antisemitismus mitunter ein wenig unterbeleuchtet ist. Und habe manchmal das Gefühl, dass es in der Wahrnehmung von Antisemitismus und in der gesellschaftlichen Debatte über Antisemitismus so eine Art Aufteilung der unterschiedlichen Formen in politische Milieus gibt. Die Rechten sind dann zuständig für die Verschwörungsideologie und die Shoah-Relativierung und linke und islamische Akteure eben für den Antizionismus. Und erstens glaube ich, stimmt das so nicht. Und zweitens ist das, glaube ich, auch aktuell recht relevant, weil es eben, finde ich, Teil der Bedingungen ist für diese leidigen Debatten, ob jetzt Antizionismus oder welcher Antizionismus antisemitisch sei. Auch eben, weil Antisemitismus so eng gekoppelt ist im gesellschaftlichen Verständnis mit rechts und da der Antizionismus eben so ein bisschen kurz kommt. Ich will deshalb jetzt ganz kurz anreißen, wie Antizionismus schon in den Anfängen des modernen Antisemitismus elementar war, beziehungsweise eben, wie ich finde, mit der Zunahme des Grads von Paranoia und Verschwörungswahn im Antisemitismus zugenommen hat und eben immer zentraler wurde. Und das möchte ich kurz an einem der Gründerväter des modernen Antisemitismus und einem Text von ihm durchdeklinieren, nämlich an Eugen Düring und seinem Text Die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage, die tatsächlich aus dem Ende des 19. Jahrhunderts schon stammt. Und Düring ist eben, er ist wirklich einer der Ersten, wenn nicht der Erste gewesen, der sozusagen versucht hat, den Antisemitismus wissenschaftlich und theoretisch zu untermauern oder so. Und dieser Text, eben die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage, ist zuerst erschienen von ihm 1881.
1881 sinniert er darin über, Zitat, eine Judenkolonie in Palästina und hält das aber damals für keine nachhaltige Lösung der Judenfrage, weil die Juden, Zitat, am eigenen Genuss der gegenseitigen Unsozialität zugrunde gehen müssten oder eben, um dem auszuweichen, wieder, Zitat, wieder Mittel zur Expedition unter andere Völker und zur nomadisierenden Zerstreuung suchen müssten. Das alte Schauspiel des allgemeinen Hausierertums der Juden würde sich dann erneuern. 1881 findet er also lediglich, dass diese Idee mit den Juden in Palästina keine sinnvolle Lösung der Judenfrage sei, keine praktikable und keine nachhaltige Lösung. Und das verändert sich. 20 Jahre später, in der fünften Auflage dieses Textes, von also 1901, beschreibt er die Vorstellung, Zitat, die Juden gehörten nach Palästina zum Teil der jüdischen Bedrohung selbst. Er schreibt dann eben in einer neuen Passage über, Zitat, eine exotische Ziehungsgründung auf Aktien, die sie angeblich bankmäßig vorbereiten. Da schreibt er, wäre derartiges überhaupt ausführbar, so würde seine Durchführung nur eine Steigerung der Judenmacht bedeuten. Das Ding, das sich jetzt über die Welt hinschlängelt, erhielte auf diese Weise eine Art Kopf und das Umringen der Völker sowie das Einringeln in sie müsste sich noch schädlicher und gefährlicher als bisher gestalten. Es wäre ein wunderlicher Beruf moderner und besserer Völker, der hebräischen Schlange, die zum Schmach und zum Schaden dieser Völker lange genug ihr Wesen getrieben hat, noch einen Extrakopf zu verschaffen. Und ich finde, da sieht man also die Schlange, die hebräische Schlange, die dann mit einem jüdischen Staat einen Extrakopf bekommt, sieht man relativ deutlich, wie mit der Zunahme der Paranoia und der antisemitischen Wahnvorstellung von eben so einer weltumspannenden Verschwörung auch der Zionismus in dieses Feindbild ganz viel zentraler integriert wird. Später wird dieser Antizionismus dann bei anderen nochmal expliziter, etwa Alfred Rosenberg, der 1922 ein ganzes Buch mit dem Titel Der staatsfeindliche Zionismus geschrieben hat und darin eben sagt, Zitat, Zionismus ist bestenfalls der ohnmächtige Versuch eines unfähigen Volkes zu produktiver Leistung, meistens ein Mittel für ehrgeizige Spekulanten, sich ein neues Aufmarschgebiet für Weltbewucherung zu schaffen. Und auch Adolf Hitler selbst sagte 1920 in seiner Rede, und das ist nur eins von mehreren von antizionistischen Zitaten von ihm, er sagte 1920 in seiner Rede, warum sind wir Antisemiten im Münchner Hofbräuhaus, Zitat, der ganze Zionistenstaat soll nichts werden als die letzte vollendete Hochschule ihrer internationalen Lumpereien und von dort aus soll alles dirigiert werden. Und was ich da auch immer noch mal wesentlich finde, ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese ganze Vorstellung vom jüdischen Staat in Palästina, die jetzt bei Thüringen schon anklingt und dann bei Rosenberg und dann bei Hitler sehr, sehr explizit wird, diese Vorstellung vom jüdischen Staat in Palästina als Zentrale der jüdischen Weltverschwörung sich Jahrzehnte vor der Gründung Israels abspielt. Also wir sind da 1901 bis 1922 und das ist eben die seitdem ein zentrales Motiv des Antisemitismus und der Antizionismus steht natürlich bis heute in dieser Tradition. So, und jetzt springen wir ungefähr 120 Jahre oder 100 Jahre ins Jetzt. Ich wollte das aber als Hintergrundfolie mal gesetzt haben und möchte jetzt noch kurz ein bisschen was über wirklich aktuelle Reaktionen aus der extremen Rechten auf den 7. Oktober sagen. Ich würde diese Reaktionen in drei Kategorien unterteilen. Erstens Verurteilung, die aber meistens instrumentell ist, nicht immer, und vor allem über die Bedrohung in Deutschland spricht und fast immer auch mit Rassismus und Forderungen nach Abschiebungen verknüpft wird. In zweitens offene Unterstützung und in drittens so raunendes verschwörungsideologisches Gerede darüber, wer denn eigentlich dahinter stünde. Insgesamt finde ich aber, wird erstaunlich wenig dazu gesagt, also zum 7. Oktober, wofür ich zwei Gründe sehe. Das nämlich erstens, die extreme Rechte
Und das gilt sowohl zum Beispiel für die AfD als auch für die Ideologieproduktion, so am Institut für Staatspolitik oder in der Sezession, dass die über Deutschland sprechen wollen. Das könnte man vielleicht als Primat der Innenpolitik bezeichnen oder so, aber die wollen außenpolitisch eigentlich relativ wenig, außer dass eben deutsche Interessen zuerst kommen. Und der zweite Grund ist, glaube ich, dass sich Antisemitismus, insbesondere wenn man als Partei parlamentarisch zum Beispiel erfolgreich sein möchte, eben stark chiffriert und kodiert und häufig auch in Auslassungen auftritt oder sich formuliert. Ein paar Beispiele. Die AfD-Fraktion im Bundestag hatte noch am 7. Oktober selbst, und zwar sehr früh zu einem Zeitpunkt, wo sie in diesem Statement von 40 Toten des Angriffs sprechen, also das war wenige Stunden, nachdem das losgegangen war, hatten sie auf Social Media mit Erschütterung auf die Angriffe der Hamas reagiert. Zitate daraus sind: Israel und das jüdische Volk haben unsere volle Solidarität, oder auch: die Hamas ist eine Terrororganisation. In dem Statement kommt ein Zitat von Peter Büstron vor, der ist außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Dieses Statement ist sehr klar, auch an sich wenig instrumentell bis gar nicht. Und interessant finde ich aber, was mit diesem Statement passiert ist oder was mit diesem Statement vor allem nicht passiert ist. Man sieht, dass sie darüber eigentlich gar nicht so richtig sprechen wollen. Auch daran zum Beispiel, dass Büstron, der eine wirklich beachtliche Social-Media-Präsenz unterhält, dort täglich mehrere Beiträge teilt normalerweise, dass er dieses Statement auf meines Wissens keinem einzigen seiner gut besuchten und gut bespielten Social-Media-Kanäle geteilt hat, sondern auf Telegram zum Beispiel am 7. Oktober mehrere Beiträge darüber gepostet hat, wie sehr die AfD von allen angegriffen und ausgegrenzt wird. Das fand ich tatsächlich eine interessante Gleichzeitigkeit von einem sehr klaren Statement, mit dem man dann aber eigentlich sich überhaupt nicht profilieren möchte. Und ansonsten wird der 7. Oktober eben in der AfD vor allem herangezogen. Also wenn man sich Bundestagsreden anhört, da kommt das immer vor, das ganz schlimme Massaker der Hamas, um dann Länge mal Breite über Merkels Grenzöffnung und Islamisierung und die Notwendigkeit von Abschiebungen und so weiter zu reden. Einen weiteren interessanten Fall in der AfD fand ich den Hannes Gnauk, der auch Vorsitzender der Jungen Alternative ist, die ja eine sehr enge Beziehung haben zu zum Beispiel der Identitären Bewegung. In der Rede im Bundestag zur Beteiligung der Bundeswehr an der EUNAVFOR Aspides-Mission, das ist die EU-Mission, die im Roten Meer dafür sorgen soll, dass dort die Handelsschifffahrt von den Houthi-Milizen-Raketen ungestört vor sich gehen kann. Und das war Ende Februar, da sagte er im Bundestag, die AfD könne dem Antrag zwar zustimmen, aber eine deutsche Beteiligung könnte unbeabsichtigte Spannungen mit dem Iran und anderen regionalen Anrainerstaaten verschärfen. Eine derartige militärische Präsenz in Nähe zu sensiblen iranischen Gewässern könnte als Provokation gedeutet werden. Deshalb fordern wir Sie, also die Bundesregierung auf, der Scheuklappenpolitik ein Ende zu setzen und wieder Gespräche mit dem Iran aufzunehmen. Dann äußerte er die Befürchtung, Zitat, dass es in der Bundesregierung und auch in diesem Konflikt lediglich um eine Symbolpolitik geht, die darauf abzielt, den USA und Israel in einer geopolitischen Konfrontation zur Seite zu stehen. Und das spielt natürlich auf die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson an und lehnt das ab, das ist implizit. Er sagt, eine AfD-geführte Bundesregierung würde sicherstellen, dass deutsche Interessen an erster Stelle stehen und nicht die Interessen anderer Staaten. Und damit, und da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf kommen, ist das Intermezzo von vielleicht 10 Jahren relativ prominenter pro-israelischer oder in Anführungsstrichen pro-israelischer Stimmen in Teilen der extremen Rechten, vor allem in der AfD, auch in der FPÖ, ziemlich abgeklungen, würde ich sagen. Noch ein paar kurze Schlaglichter auf Neonazis, der allseits wohlbekannte, vermutlich Volkslehrer Nikolai Nerling. Ich frage mich immer, warum ich genau diesen Menschen als Namensvetter haben muss, aber gut.
postete zum Beispiel Make Israel Palestine Again oder eben From the River to the Sea mit einem Porträt von Leila Khaled, die feministische Flugzeugentführerin aus den 1970er Jahren und dem Kommentar Israel muss endlich gestoppt werden. Alexander Markowitz, ehemaliger auch IBler und heute schreibt er für die Deutsche Stimme und ist ein großer Proponent von Alexander Dugin, schrieb am 9. Oktober auf Twitter zum Beispiel, wer ein Volk unterdrückt und 2 Milliarden Menschen, also er meint hier Muslime, alle Muslime, auf der Welt demütigt, Stichwort Schändung der Al-Aqsa-Moschee, und das ist ja dann auch ein Anknüpfungspunkt für den islamischen Antisemitismus, erntet Hass, also Subtext, Israel ist selber schuld. Und auch Hans-Thomas Tillschneider, seines Zeichens Islamwissenschaftler und kulturpolitischer Sprecher der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, sagte in einem Interview mit dem Freilich-Magazin, ich würde die Vermutung wagen, dass die USA über ihre clandestinen Hamas-Kontakte zumindest einen Impuls für den Angriff gegeben haben könnten. Das ist in meinen Augen die wahrscheinlichste Erklärung. Ja, dabei lasse ich es mal. Vielen Dank. Ja, jetzt ist das Mikrofon an. Vielen Dank dir. Ich würde direkt übergeben zu dir, Ulrike. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an die VeranstalterInnen. Ich freue mich, dass wir heute hier über das Thema islamischer Antisemitismus sprechen. Denn es gibt ja hierzulande, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, eine große Zurückhaltung, über diese Form des Antisemitismus zu sprechen und sie ganz klar zu benennen und auch zu bekämpfen. Und diese Scheu hat teilweise mit der Sorge zu tun, dass Musliminnen, muslimische Menschen, die hier in Deutschland und auch in Europa mit Rassismus und auch mit Muslimfeindlichkeit konfrontiert sind, dass man die nicht pauschal stigmatisieren will. Und so eine pauschale Verurteilung sollte man natürlich vermeiden und das werden wir hier auch tun. Aber um das zu tun, wird häufig eine ganz klare Linie gezogen zwischen Islamismus und Islam. Und das Problem des Antisemitismus wird häufig nur im rechten Rand, also im ganz radikalen Rand des islamischen Gesellschaftsspektrums verortet. Und das ist ein Problem, denn wir haben das gesehen, also es gab auch jetzt wieder gerade Nachrichten darüber und es gibt zahlreiche empirische Studien aus den letzten Jahren, die gezeigt haben, dass der Antisemitismus in muslimischen Communities eben doch deutlich weiter verbreitet ist und dass dieses Problem weit über das islamistische Spektrum hinausreicht und auch die Mitte der islamischen Communities betrifft. Obwohl ich das jetzt hier so deutlich sage, finde ich es trotzdem wichtig, möchte ich gerne zu Beginn ganz klar sagen, dass der Begriff islamischer Antisemitismus, und ich werde das gleich definieren, was ich darunter verstehe, eine antisemitische Ideologie innerhalb einer bestimmten religiös geprägten Gesellschaft benennt und weder pauschal alle Musliminnen, alle Muslime meint, noch generell den Islam, dessen Schriften nämlich auch pro-jüdische Passagen enthalten. Da bin ich sehr gespannt dann auf den Beitrag von Herrn Urgi. Ein ganz kurzer Punkt zur Verbindung zum rechten Antisemitismus. Man könnte, wenn man jetzt das politische Herkunftsmilieu sich anschaut, kann man feststellen, dass insbesondere eben die islamistische Rechte eigentlich Träger dieses islamischen Antisemitismus ist. Und da gibt es natürlich ganz viele Übereinstimmungen zu den rechten Milieus außerhalb der islamischen Communities. Also den islamistischen Rechten geht es, wie auch den europäischen Rechten, um die Etablierung einer autoritären Herrschaft. Und ihre politisch-ideologischen Ziele ähneln sich in ganz vielen Punkten. Also sie sind autoritär, antipluralistisch, antidemokratisch, antifeministisch und eben auch antisemitisch. Also das vielleicht, insofern passen diese Panels, würde ich sagen, ist gar nicht so Reste-Panel, sondern es passt schon zusammen. Und wir haben hier, also wir haben es eben in der islamistischen Rechten eben mit einer dezidiert politischen Bewegung zu tun, die mithilfe einer Neuauslegung des religiösen Diskurses
eine antimoderne und autoritäre Ideologie entwerfen. Und wenn man sich die großen Träger in Deutschland anguckt, dann muss man dazu zählen, zum Beispiel die Muslimbruderschaft, die DITIB, Millî Görüs oder die Grauen Wölfe. Aber vielleicht dazu dann später. Also was ist islamischer Antisemitismus? Er unterscheidet sich von anderen Formen, er speist sich aus spezifischen Quellen, er zeigt spezifische Äußerungsformen und ist deshalb eben auch spezifisch zu adressieren und zu bekämpfen. Ich muss kurz auf die Uhr gucken. Ja. Ich orientiere mich an einer Definition, die Matthias Künzel, der Politikwissenschaftler Matthias Künzel, vorgelegt hat und die ich wirklich hilfreich und gut finde. Und Matthias Künzel unterscheidet zwei wesentliche Dimensionen im islamischen Antisemitismus. Und die erste Dimension betrifft die Judenfeindschaft, die sich aus dem Frühislam speist, also den Antijudaismus auf der islamischen Seite. Die jüdischen Figuren in den islamischen Überlieferungen sind schwache Figuren. Also das unterscheidet sich von den jüdischen Figuren, die in der Bibel vorkommen. Sie sind schwach und unterlegen und Muslime sahen auf diese Figuren hinab. Das ist die eine Dimension, auf die bestimmt Ogi nochmal weiter eingehen wird. Und die zweite Dimension des islamischen Antisemitismus sind antisemitische Verschwörungserzählungen, die um die Vorstellung von jüdischer Macht kreisen. Und diese Verschwörungslegenden haben ihren Ursprung in Europa. Und und diese beiden Dimensionen, die widersprechen eigentlich einander. Also die schwachen Judenfiguren aus den islamischen Überlieferungen passen nicht zu den Fantasien einer machtvollen jüdischen Verschwörung neuerer Zeit. Und ja, aber trotzdem verschmelzen diese beiden widersprüchlichen Dimensionen von jüdischer Unterlegenheit und jüdischer Macht im islamischen Antisemitismus zu einer Einheit. Also da auf der einen Seite das Negativ, degradierende Judenbild des Frühislam und auf der anderen Seite das dämonisierende Bild aus den Verschwörungslegenden europäischen Ursprungs. Und das funktioniert, da hatten wir ja gestern den Vortrag zu Antisemitismus von Lars Renzmann gehört, da der Antisemitismus eine Ideologie ist, die ganz mühelos gegensätzliche Vorstellungen zu einem festen Feindbild und zu einem Weltdeutungssystem integrieren kann. Also ganz widersprüchliche Dimensionen gehen im Antisemitismus auf. Das ist, kann der Antisemitismus integrieren. Ganz kurz ein paar zentrale Punkte zur religiösen Dimension. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Der Islam ist, genau wie das Christentum, in einer tiefen Auseinandersetzung mit dem Judentum entstanden. Und die Auseinandersetzung mit dem Judentum prägt das islamische Selbstverständnis. Das ist im Christentum nicht anders. Ich habe gerade ein Seminar zu Antijudaismus in Bibel und Predigt selber besucht und da war ich schockiert, wenn man sich das nochmal anguckt, schockiert war ich nicht, aber es ist auffällig, wie stark sozusagen das christliche Selbstverständnis sich reibt an einer Auseinandersetzung mit dem Judentum, die man quasi in jeder Passage der Bibel findet und die dann später sehr feindselig gedeutet wurde. Und im Islam ist es ähnlich, also es gibt eine sehr starke Auseinandersetzung mit dem Judentum, aus dem der Islam eben genauso entstanden ist wie das Christentum. Das ist einfach zentral für die Religion, für das Religionsverständnis. Im Islam gibt es ein ambivalentes Verhältnis zum Judentum. Einerseits akzeptiert der Islam die jüdische Tora wie auch die christlichen Evangelien als authentische göttliche Überlieferungen, Offenbarungen. Und andererseits gelten diese Überlieferungen aber als unzuverlässig. Der islamischen Vorstellung zufolge enthielt der jüdische Bund mit Gott schon Prophezeiungen über das spätere Auftreten von Mohammed. Und den Juden und auch den Christen wird vorgeworfen, sie hätten ihre eigenen Schriften verfälscht, um die Hinweise auf den Propheten Mohammed zu unterdrücken. Und diese Vorwürfe werden in der islamischen Theologie Tarif, also Fälschung, genannt. Dann finden wir auch in den islamischen Überlieferungen, dass Juden für alle möglichen Formen eines schlechten Lebenswandels stehen, also für Neid, Feindschaft, Habgier, Feigheit, Materialismus, den Vorzug des diesseitigen Lebens vor dem Leben nach dem Tod.
Und in diesem Punkt ähnelt der Koran nicht nur den Evangelien, sondern ist direkt von den Evangelien, also von den christlichen Überlieferungen beeinflusst. Und diese negativen Zuschreibungen zu Juden sind aus den christlichen Traditionen bekannt und übernommen worden. Und ich finde das ganz wichtig, sich das eigentlich klar zu machen, dass der islamische Antisemitismus in all seinen Dimensionen also nicht das ganz Fremde ist, sondern eben ja, an ganz vielen Punkten mit der christlichen Tradition, aber auch mit der Moderne, mit dem europäischen Antisemitismus ganz eng verknüpft ist. Matthias Künzel hat auf einen entscheidenden Unterschied aber hingewiesen zwischen der christlichen und islamischen Auseinandersetzung mit dem Judentum. Denn während im Christentum Juden für die Leidensgeschichte von Jesus verantwortlich gemacht werden, zelebrierte der muslimische Prophet seine Überlegenheit über die Juden. Mohammed vertrieb die jüdischen Familien zwischen 624 und 628 aus der Stadt Medina und ließ mehrere hundert jüdische Männer enthaupten. In der Folge wurden die Juden zwar als Gegner angesehen, aber als schwach, als eher als Objekt der Lächerlichkeit und nicht als Objekt der Furcht. Und das ist eben ein Unterschied zum christlichen Blick auf die Juden. Ein weiteres Spezifikum ist natürlich das sogenannte Dhimmitum, also Sure 9 im Koran, dass die regelt, wie Angehörige des Judentums und des Christentums in der muslimischen Gesellschaft leben können, nämlich als Schutzbefohlene, als Dhimmis. Und dieser Status schützt einerseits vor Vertreibung und Mord, doch andererseits leben die Dhimmis eben in einem Status der Erniedrigung und werden von den Muslimen verachtet und mussten extra Steuern zahlen. Und dieser Dhimmi-Status wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft, aber der degradierende Blick, also das Herabschauen auf jüdische Juden, jüdische Figuren in den Überlieferungen, prägt die islamisch-jüdischen Beziehungen durch die Geschichte und auch bis heute. Das führte dazu, dass die antijüdische Gewalt in den muslimischen Ländern einerseits nicht vergleichbar war mit den Pogromen im christlichen Europa. Dennoch waren Juden auch in der arabischen Welt, in arabischen Gesellschaften alltäglicher und willkürlicher Gewalt ausgesetzt. Und da gibt es zwei ganz gute Bücher von Georges Bensoussan und Nathan Weinstock, die das zeigen. Würde ich empfehlen, das zu lesen, wen das interessiert. Also es war zum Beispiel in vielen Ländern normal, dass Kinder Juden mit Steinen bewarfen, wenn sie arabische Viertel durchquerten, wie Bensoussan dargestellt hat und so weiter. Okay, jetzt zur zweiten Dimension, dem Einfluss des europäischen Antisemitismus. Mit dem Aufkommen des Nationalismus und der Rezeption europäischer antisemitischer Verschwörungstheorien entwickelte sich auf der Basis dieser religiösen Judenfeindschaft etwas Neues, nämlich das, was Matthias Künzel, und ich folge ihm da, islamischer Antisemitismus nennt. Und dazu ist wichtig, dass eben noch die Komponente des Verschwörungsdenkens dazukommt. In Europa hatten sich hatte das gerade ausgeführt, die wesentlichen Elemente des Verschwörungsdenkens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wir haben schon zu dieser Zeit eine Globalisierung des Antisemitismus quasi. Diese Verschwörungsvorstellungen kamen auch, verbreiteten sich fast zeitgleich auch in den arabischen Ländern. Und in dieser Zeit wurde die antisemitische Welterklärung in die soziokulturellen Kontexte der arabischen Gesellschaften integriert und an spezifische Bedürfnisse angepasst. Und die spezifisch islamische Variante des Verschwörungsdenkens kreist um die vermeintliche Gefährdung der eigenen Identität, also der islamischen Identität. Man imaginiert einen geistigen Krieg der Juden gegen den Islam, eine Unterhöhlung der spirituellen und moralischen Basis der muslimischen Gesellschaften. Also dieses Motiv, dass Juden einen Krieg gegen den Islam führen, um den Islam zu zerstören, findet man in allen rechtsislamistischen Vorstellungen auch wieder, also von Ayatollah Khomeini, dem Revolutionsführer im Iran, in seinem wichtigsten Buch Der Islamische Staat, aber auch bei Sayyid Qutb, dem Vordenker des sunnitischen Islamismus. Oder auch bei Rashid Rida, einem der ersten Vordenker des Islamismus, und dem späteren Gründer der Muslimbruderschaft Hassan al-Banna.
Und dieser islamische Antisemitismus überlagerte dann auch relativ früh den Konflikt um Palästina. Also wir haben gesehen, dass auch deutsche Antisemiten diesen Konflikt um Palästina sehr früh wahrnahmen und antisemitisch deuteten. Und das passierte dann auch bald in der Region selbst. Also, und man kann sagen, dass es 1929 vielleicht die erste Kampagne des islamischen Antisemitismus gab. Und zu dieser Zeit hat der damalige Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, die Behauptung verbreitet, und Nico hatte das auch schon erwähnt, dass Juden die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zerstören wollten. Also daher kommt das Motiv, das wir bis heute finden, und zwar sowohl in den palästinensischen Diskursen wie auch offensichtlich in der radikalen Rechten. Also Amin al-Husseini, der damalige Mufti, hat behauptet eben, dass die Juden die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zerstören wollten und Bestrebungen von jüdischer Seite, die es damals gab, das Grundstück vor der Klagemauer zu erwerben, wurden als Versuch damals dargestellt, dass der ganze Tempelberg übernommen werden sollte und die Al-Aqsa-Moschee in Gefahr sei. Al-Aqsa in Gefahr ist also seit 1929 ein Slogan, den wir immer wieder hören. Und damit wollte Amin al-Husseini den Konflikt internationalisieren und die Muslime in der ganzen Welt mobilisieren. Also er wollte den Konflikt um das Land, der eigentlich meiner Ansicht nach ein Konflikt von zwei nationalen Bewegungen um dasselbe Land ist, wollte er eben islamisieren und und hat deswegen so eine Kampagne gestartet, international. Und es gibt einige Historiker eben das Jahr 1929 deshalb als das Jahr Null des jüdischen arabischen Konflikts bezeichnen. Also gleich zu Beginn des Konflikts um Palästina stand also eine antisemitische Kampagne. Und gleichzeitig gehört dieser Mythos um die angeblichen jüdischen Pläne zur Übernahme und Zerstörung der heiligen muslimischen Städten in Jerusalem bis heute zu den wichtigsten Elementen im islamischen Verschwörungsdenken. Und ich habe gerade gesehen, ich habe schon 10 Minuten rum, dann spare ich mir jetzt den Rest für die Diskussion. Also, genau, danke. Ich finde es so schön, dass ihr alle selbst drauf achtet, weil ich hätte es jetzt einfach walten lassen. Aber dann gebe ich jetzt an dich weiter. Danke. Also ich glaube, es wurde viel gesagt und mir bleibt nicht was zu sagen. Aber ich würde gerne Ihre Gedanken ein bisschen vertiefen, wenn Sie mir das erlauben. Und erstens, ich möchte zuerst, wenn wir über den Koran sprechen, möchte ich ein bisschen historisch kritisch vorgehen. Und zwar, wir müssen zuerst unterscheiden zwischen dem sogenannten mekkanischen Koran zwischen 610 und 622. Das ist der Koran, der in Mekka offenbart worden ist. Und da entdecken wir sogar auch einen Propheten als Verkünder einer friedlichen Religion. Und hier finden wir zahlreiche Koranverse, zum Beispiel, dass das Alte und das Neue Testament als Bestätigung dessen, was vorher offenbart worden ist, also es gibt eine Art von einem Dialog des Propheten mit den Christinnen und Christen, mit den Jüdinnen und Juden, und zwar im Rahmen dieses mekkanischen Koran halt. Wir lesen, dass der Koran eine Bestätigung dessen, was vorher offenbart worden ist, insgesamt 18 Mal in diesem mekkanischen Koran. Wir haben einen zweiten Teil, bitte, es darf kein Missverständnis entstehen, Muslime haben nur einen Koran, aber historisch kritisch möchten wir das in zwei Teilen. Der sogenannte medinensische Koran beginnt mit oder im Jahr 622 bis 632 bis zu dem Tod des Propheten. Und da haben wir mit einem Propheten, der gleichzeitig auch ein politischer Herrscher war. Das heißt, diese dialogorientierte Koranverse in Mekka und dieser Versuch, die Jüdinnen und Juden oder die Judentum anzuerkennen, wird davon Abschied genommen. Und genauer gesagt, ab 624 beginnt der sogenannte Sündenregister über den Juden oder über den Juden, über Judentum in den Koran. Und das ist den sogenannten, was ich persönlich nenne, in einem meiner früheren Bücher, die Reform des Islam, der politische juristische Koran.
Und da werden die Juden nicht nur kritisiert, diffamiert. Und ich kann hier ein paar Beispiele, Sie haben das auch genannt, was nämlich der Koran da sagt zu den, nämlich oder dieser Sündenregister. Interessanterweise, der Prophet führte diese Gespräche, diesen Dialog mit den Juden in Mekka und die zwei ersten Jahre von 622 bis 624, und zwar nicht, weil er Judentum anerkannte, sondern er hatte eine Strategie dabei. Er hoffte sehr, dass die Juden zu Muslime werden. Und dann, als er, sage ich mal, seine Hoffnung nicht in der Tat umgesetzt worden ist, dann begann der sogenannte Kampf. Allerdings, dieser Kampf musste legitimiert werden anhand des Koran. Und da lesen wir zum Beispiel, was Sie gesagt haben, also dass sie nämlich, dass die Juden als ihre Gegenden. Bitte, ich möchte hier auch einen Punkt von Ihnen auch erwähnen. Dieser Versuch zu behaupten, dass der Antisemitismus ist eher islamistisch, es ist eine der größten Lügen in der Geschichte des Islam. Der Antisemitismus, also die moderne Form des Antijudaismus und der Judenfeindschaft, nämlich dieser ist im Koran verankert und führt dazu, jetzt möchte ich auch zwei Begriffe verwenden, führt dazu zu einem Hass, zur Entstehung eines Hasses. Wenn wo es Hass gibt, dann Gewalt ist nicht so weit. Das heißt, ab 624 traf Mohammed Entscheidungen anhand des Korans, diese drei Stämme in Medina zu bekämpfen. Sie haben gesagt 26, das war genauer gesagt im Jahr 624, der letzte Stamm, insgesamt zwischen 600 Männer bis 900 Männer wurden hingerichtet über Nacht. Mohammed hat sogar einen Sklaven erhalten, die Safiya. Und irgendwann mal kam die Vertreibung der Jüdinnen und Juden von der Oase Khaybar. Sie kennen diesen Begriff Khaybar, wenn die Anti-Juden, Anti-Israel-Menschen oder Muslime vor allem gegen Israel demonstrieren, sagen sie Khaybar, Khaybar, ja Yahud, Jayshu Muhammad, ja Yahud. Das reimt sich hervorragend auf Arabisch, aber sehr antisemitisch, nämlich ihr Juden, irgendwann mal wird das Heer, das Militär des Propheten zurückkommen. Übrigens, 2006 hat Hezbollah eine Rakete, nämlich nach, in dem Krieg nach Israel, also mit einer Rakete bombardiert, die trägt den Namen Khaybar One. Also das ist ein Versuch, die Geschichte des 7. Jahrhunderts wieder zu beleben. Ich möchte vielleicht hier noch zwei Begriffe, noch mal einen weiteren Begriff für mich, anhand, sage ich mal, aktuellen Forschungsergebnisse, der Antisemitismus, muslimischer Antisemitismus und nicht der islamistische Antisemitismus. Ich sage hier ganz deutlich, die Islamisten sind ehrlicher, mutiger. Sie sagen, was sie denken. Ja? Im Vergleich zu dem ist der muslimische oder islamische Antisemitismus eher schüchtern. Der predigt eher das hinter den Kulissen, diesen Antisemitismus, diesen Israel-Hass und so weiter, nur unter sich. Und deshalb sage ich mal, was Sie auch gesagt haben, der muslimische oder islamische Antisemitismus ist sehr verbreitet unter allen Schichten, sogar auch vor allem unter Intellektuellen. Der Begriff Hass ist eine Form des islamischen Antisemitismus und dieser Hass wird legitimiert anhand diesem Sündenregister in dem Koran. Und gleichzeitig, zum Beispiel, also die Muslime, wenn sie beten, wir beten 17 Mal pro, 5 Mal pro Tag, aber wir haben 17 Mal Gebetseinheiten. Und die Sure 1 ist eine Pflicht, immer zu zitieren. Wenn man betet und zitiert man die Sure 1 nicht, dann gilt das Gebet nicht. Und Vers 7 dieser Sure heißt: Möge Gott uns leiten den Weg derer,
die nicht geehrt haben, das sind die Christen und die nicht im Zorn Gottes verfallen sind. Das sind übrigens die Juden halt. Also Sie sehen hier einen Judenhass, der täglich in unserem Gebeten gepredigt wird oder gebetet wird halt. Ich komme zu dem zweiten Begriff und das hat auch mit meinem aktuellen Buch zu tun. Es ist die sogenannte die Verachtung. Also Jüdinnen und Juden überall in der Welt, egal ob sie in Israel leben oder in der Welt da, nämlich sie werden verachtet. Diese Verachtung entsteht aus einem Überlegenheitsgefühl. Das heißt, Muslime fühlen sich überlegen und deshalb verachten die Juden. Interessanterweise, der Staat Israel wird als Anomalie betrachtet, weil die Jüdinnen und Juden in der Geschichte des Islam bis heute eher diesen Status der Unterworfenen haben, die Dhimmi, die sie genannt haben, und deshalb ist diese Verachtung. Diese Verachtung führt dazu, dass egal wo Juden sind, ausgeschlossen werden. Sie gehören nicht zu, sag ich mal, zu, ich würde das anders formulieren, entmenschlicht halt. Sie werden als Sache. Ja, und das hat dazu geführt, was wir jetzt auch neulich gesehen am letzten Samstag, nämlich an der Nähe von Paris, was ich auch in meinem neuen Buch nenne, der weibliche Körper als Schlachtfeld. Das heißt, es geht nicht nur um die Vernichtung und Zerstörung der Juden, sondern es geht in erster Linie diese Unsicherheitsgefühl zu verbreiten, nicht nur unter Jüdinnen und Juden in Israel, sondern in der gesamten Welt. Sie müssen mitbekommen, dass sie nicht mehr sicher sind, egal wo sie sind. Und man entdeckt eine neue Waffe, das ist diese Waffe des Körpers, nämlich die sogenannte, wie sagt man, also die antisemitische Vergewaltigung, was wir jetzt mit dem 12-jährigen Mädchen an der Nähe von Paris erlebt haben. Und die sogenannte systematische Vergewaltigung der Jüdinnen und der Jüdinnen in Israel. Ich möchte vielleicht, wie viele Minuten hat? Nur ein Punkt? Nein, ich glaube, ich habe das gleich. Jetzt sind schon eine 20 Sekunden weg. Ich möchte vielleicht über diesen, wie nennt man das, diese Andalusien-Mythos, die Linken oder die, sage ich mal, die versuchen, Muslime, die besten Versteher, sage ich mal, des Islam und der Muslime, die sagen immer, wow, den Jüdinnen und Juden ging es sehr gut in der Geschichte des Islam, sogar ging es sehr gut während, sag ich mal, im Mittelalter im Vergleich zu den Jüdinnen und Juden im Mittelalter. Das ist auch wieder eine historische Lüge, nämlich die Jüdinnen und Juden waren zweite Klasse unter muslimischer Herrschaft. Dieser David-Stern, das wir ab 1939 kennen, zuerst in Polen und in Deutschland, das hat Wurzel in der Geschichte des Islam mit dem sogenannten gelben Flecken. Ja, das heißt, die Jüdinnen und Juden müssten schon im 8. Jahrhundert äußerlich erkenntlich machen. Das heißt, sie müssten zum Beispiel die gelbe Farbe tragen. Diese gelbe Farbe, warum man hat sich entschieden für diese gelbe Farbe schon im 8. Jahrhundert unter muslimischer Herrschaft? Weil der Prophet Mohammed lebte nur zwei Farben, das ist schwarz und weiß. Und deshalb haben Gelehrten entschieden, dass Jüdinnen und Juden dieses, sag ich mal, ein Flecken tragen halt, wo man sie von Jüdinnen und Juden von Muslimen unterscheiden. Vielleicht zu der sogenannten Jizya, das ist die Sure 29, nämlich in der Geschichte des Islam oder auch der muslimischen Herrschaft, die Jüdinnen und Juden hatten nur drei Möglichkeiten, entweder zum Islam oder Muslime zu werden, die sogenannte Kopfsteuer zu zahlen, und wenn sie die zwei Sachen nicht machen, dann müssen sie getötet werden. Wenn man mit denen, sage ich mal, menschlich umgegangen ist, dann hat man sie versklavt. Ja, also Sie sehen,
den Jüdinnen und Juden ging es nicht so gut. Also sie waren zweite Klasse in der islamischen Gesellschaft. Ich mache hier Schluss. Ich freue mich auf Ihren Fragen. Ja, danke sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung und Nico und von meiner Seite auch Hallo und Begrüßung. Ich rede besser im Stehen, deswegen schere ich so kurz aus der Reihe aus und versuche als Historiker Quellen gesättigt, so ein bisschen auch visuell aufgelockert, meinen kurzen Beitrag jetzt Ihnen verständlich zu machen. Und mir geht es vor allem darum, zwei Zusammenhänge deutlich zu machen. Der erste Zusammenhang, ganz einfach. Ich versuche es einfach noch ein bisschen höher, weil ich vielleicht noch das eine oder andere zeigen will zwei Zusammenhänge deutlich machen. Das erste, eine Erzählung, die heute irrigerweise gegenwärtig auch immer wieder für mich als absolute Zumutung präsentiert wird, dass der Nahostkonflikt mit dem Jahr 1948 eben mit der Gründung Israels begonnen habe. Was ganz anderes ist der Fall, nämlich die drei Jahrzehnte davor als absolut stilbildend und richtungsweisend für die Ausbildung des Nahostkonflikts, die dann auch über die Gründung des Staates Israel 1948 und alles weitere ging, bis heute, bis in die Gegenwart. Dazu, vielleicht so als Ahnung, Headlines in internationalen Tageszeitungen vom August 1929 über ein verheerendes Pogrom in Hebron als Folge dessen, was Ulrike gerade dargestellt hat. Die Verschwörungserzählung von Amin al-Husseini, dem Mufti von Jerusalem, also der höchsten Glaubensautorität in Palästina, im Mandatsgebiet, Konsequenz in Hebron, in der seit dem Mittelalter bestehenden jüdischen Gemeinde, ein entsetzliches Pogrom mit 67 jüdischen Ermordeten. Auf der anderen Seite aber auch etwas, was wir wahrnehmen müssen, dass eben zahlreiche Nachbarn, Araberinnen und Araber, ihre jüdischen Bekannten geschützt haben vor dieser antisemitischen Meute. Zu dieser Zeit, 1929 einschneidend, das Jahrzehnt endend und damit auch die Tätigkeit von Brit Shalom, einer Organisation unter anderem von Martin Buber oder Gershom Scholem gegründet, den berühmten Religionsphilosophen, die sich bis dahin noch mit aufgeklärten, zivilisierten Muslimen für ein friedliches Miteinander eingesetzt hatten. Mit 1929 endet diese Vision eines friedlichen Zusammengehens. Und damit gleich zum zweiten Aspekt, nämlich dem, dass wir den Nahostkonflikt auch als Teil unserer Geschichte, nämlich als Teil, als ein Kapitel der Shoah wahrnehmen müssen. Ohne den Machbarkeitsbeweis der Nationalsozialisten im Sinne einer radikalstmöglichen Auslegung des Antisemitismus wäre das, was wir heute als Nahostkonflikt wahrnehmen müssen, nie denkbar gewesen. Und das etwas länger irgendwie diesen Aspekt Ihnen zumindest in Ansätzen vermittelt, das hier ist sinnbildlich für diesen zweiten Teil, Kapitel der Shoah im Nahen Osten eben. Die Landung des Deutschen Afrikakorps unter Generalleutnant Erwin Rommel im Februar 1941 im libyschen Tripolis. Damit fängt die militärische Kampagne der Nazis im Nahen Osten an. Vorher gibt es schon ideologischen Input en masse, dann finanzielle Unterstützung, gerade auch dieses berüchtigten Muftis und anderer Fraktionen und massiv Waffenhilfen, gerade in diesen ebenso stilbildenden, verheerenden Jahren des arabischen Aufstands 1936 bis 1939. Verheerend für die Geschichte Palästinas. Dann aber eben die direkte militärische Intervention der Nationalsozialisten mit militärischen Kampagnen, die damit vor Ort in Nordafrika beginnen. Und
dem Subtext, der aus der Berliner Entscheidungszentrale kommt. Das hier ist eine Aufzeichnung einer Besprechung aus Ende Oktober 1941. Hitler äußert sich, der Führer äußert sich vor dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler und dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich folgendermaßen: Es ist gut, wenn uns der Schrecken vorangeht, dass wir das Judentum ausrotten. Den Satz, den hören, den lesen Sie im Grunde genommen in jeder Darstellung zum Holocaust. Der Folgesatz, ich war sehr überrascht, als ich die Originalquelle las, der ist so gut wie nirgendwo zu finden. Der Folgesatz von Hitler, der Versuch, einen Judenstaat zu gründen, wird ein Fehlschlag sein. Ja? Das ist Nazi-Antizionismus während des Zweiten Weltkriegs. Und dann halt noch die Ergänzung, wir schreiben die Geschichte auch wieder neu vom Rassenstandpunkt aus. Das ist also der ideologische Subtext, der fortan bedeutsam wird. Nur Wochen später, Ende November, quasi dieses ikonisch an Szenerie, dass Adolf Hitler eben diesen neuen Immigranten, diesen neuen Flüchtling Amin el-Husseini in seiner neuen Reichskanzlei empfängt. Die Gesprächsprotokolle dazu sind überliefert. Und die zentrale Gemeinsamkeit dieser beiden Figuren ist ein radikaler Antisemitismus nach vor allem nationalsozialistischer Prägung. Und das Weitere, Hitler deutet auch schon relativ weitgehend an, dass er mit der praktischen Umsetzung genau dieses Erlösungsantisemitismus der Nationalsozialisten, ein Begriff von Saul Friedländer, ich meine sehr treffend, Erlösungsantisemitismus der Nationalsozialisten begonnen habe, nämlich mit der Shoah in Osteuropa. In den folgenden Monaten wird das dann weit relevanter. Dieser Mufti, Amin el-Husseini, eine überzeugende Quelle eines Zeugen, latscht beispielsweise zu Adolf Eichmann, Referat 4W4 in der Gestapo, Reichssicherheitshauptamt, und sagt, dass er schon von Himmler angemerkt bekommen habe, dass er einen Judenberater für Palästina abgeordnet bekommt. Judenberater, die also ab 1942 in ganz Europa aufschwärmen, um die dortigen jüdischen Gemeinden zu definieren, zu selektieren und zu deportieren, in die Vernichtung natürlich. Also ein Judenberater, auch schon diese Mufti für Palästina zugesichert. Dann wird im Sommer 1942 die militärische Entwicklung viel richtungsweisender. Das hier ist eine Karte, die habe ich gefunden in einer Stuttgarter Ausstellung, aus dem persönlichen Nachlass von Erwin Rommel. Der Afrika-Feldzug wird in diesen Wochen quasi von der Weltöffentlichkeit als das Ereignis wahrgenommen. Mitte Juni 1942 wird von den Nationalsozialisten und den italienischen Truppen die Festung Tobruk, eigentlich als uneinnehmbar geltend, überrannt. Damit ist der Weg nach Ägypten frei. Irgendwann, Anfang Juli, kommt die Panzerarmee Afrika, heißt sie nun, an einer vollkommen unbedeutenden Bahnstation an, die eigentlich nur mehr so als hastige Verteidigungslinie wahrgenommen wurde. Al-Alamein wird von da an sinnbildlich für diesen Kriegsschauplatz. Und in diesen Tagen skizziert Rommel seine Vision schon für das Weitere. Sie sehen eher links oben die Besetzung von Alexandria, natürlich. Dann in der Mitte, zentral im Nildelta, die Besetzung Kairos. Aber dann sofort das weitere Vordringen seiner militärischen Verbände Richtung Osten, Richtung Suezkanal und darüber hinaus. Die Wehrmacht sammelt Informationen, wo können denn die Panzerarmee Afrika-Truppen in Palästina unterkommen. Propaganda. Das hier, auch kurz zitiert, ist eine Quelle, die Jeffrey Hirth in den National Archives gefunden hat. Die Aufzeichnungen der Sendungen von Radio Berlin in den arabischen Raum. Die größte Abteilung von Radio Berlin, von diesem Propaganda-Mittelwellensender, eben die arabische Abteilung. Und die populären Sprecher
formulieren dann genau in diesen Tagen vor Al-Alamein, die Weltöffentlichkeit erwartet den Durchbruch der Nazis in Richtung Kairo, in Richtung Palästina. Dieser Text, der kurz zitiert sei, in seiner ganzen Widerlichkeit, ihr Araber Syriens, des Irak und Palästinas, auf was wartet ihr noch? Die Juden planen, eure Frauen zu vergewaltigen, eure Kinder zu massakrieren und euch zu zerstören. Gemäß der muslimischen Religion ist die Bewahrung eures Lebens eine Aufgabe, welche nur durch die Vernichtung der Juden erfüllt werden kann. Das ist eure beste Gelegenheit, diese schmutzige Rasse zu beseitigen. Tötet die Juden, brennt ihren Besitz nieder, zerstört ihre Läden, löscht diese niederträchtigen Unterstützer des britischen Imperialismus aus. Eure einzige Hoffnung auf Erlösung besteht darin, die Juden zu vernichten, bevor sie euch vernichten. Einerseits kann ein Mordaufruf wohl kaum deutlicher formuliert sein. Und zweitens, Sie alle haben wahrscheinlich jetzt Assoziationen zum 7. Oktober. Das klingt im Grunde genommen wie eine frühe Handlungsanweisung. Und ich meine, wir sollten das auch ernst nehmen, weil mit diesem Denken Nazi-Provenienz die Vorstellung, die Juden zu vernichten, erst in dem Raum wirklich ankam. Und das ist noch anders praktisch geworden, nämlich wieder durch einen Entscheidungsprozess in Berlin. Anfang Juli spricht der SD-Auslandsgeheimdienstchef Schellenberg bei Himmler vor. Himmler rennt am gleichen Tag noch zu Hitler. Da wird Einvernehmen erzielt und wenige Tage später heißt es dann in den Akten, dass die Entscheidung für ein Einsatzkommando für Ägypten, für den Nahen Osten vorliegt. Die zentrale Quelle habe ich im Militärarchiv in Freiburg entdeckt, ein Fernschreiben, dann weiter an die Panzerarmee Afrika, genau über diese Aufstellung und Entsendung eines SS-Einsatzkommando, einer Nazi-Todesschwadron, wie das im Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion eben auch schon passiert ist. Heute ist der 22. Juni, vor 83 Jahren beginnt der nationalsozialistische Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Das heißt, mein Vortrag könnte kaum an einem geeigneten Termin stattfinden. Das, was die Nazis am 22. Juni in Gang setzten, wird ein Jahr später kopiert. Die entscheidende Passage aus diesem Fernschreiben, zitiere ich wieder kurz, betrifft SS-Einsatzkommando. Mit Zustimmung des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei wird der Einsatz des SS-Kommandos bei der Panzerarmee Afrika folgendermaßen geregelt. Erstens, das SS-Einsatzkommando erhält seine fachlichen Weisungen vom Chef des Sicherheitspolizei, der Sicherheitspolizei und des SD und führt seine Aufgaben in eigener Verantwortlichkeit durch. Und jetzt der entscheidende, eher unscheinbare Satz. Es ist berechtigt, im Rahmen seines Auftrages in eigener Verantwortlichkeit, Verantwortung, in eigener Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung Exekutivmaßnahmen zu treffen. Es ist gut, wenn man zu dieser Quelle weiß, dass die Täter da einfach Copy und Paste gemacht haben. Genau diese Formulierungen sind übernommen auf der grundsätzlichen Vereinbarung zwischen Wehrmacht und SS aus dem Vorjahr zum Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion. Das heißt, deren Wahrnehmung dieses Tickets, dieser Grundlage für den Einsatz der Einsatzgruppen in der Sowjetunion, die allein von Sommer 1941 bis in den Winter eine 500.000 sowjetische Jüdinnen und Juden erschossen haben, ermordet haben, die ist so erfolgreich im Sinne dieser Planer, dass es einfach fürs nächste Jahr kopiert, übernommen wird. Das ist die Grundlage dieser Todesschwadron, die in Bereitstellung lag, als Rommel vor Al-Alamei angekommen war mit seinen Wehrmachts- und italienischen Truppen. Vielsagend auch der Kommandeur dieser SS-Truppe, Obersturmbannführer Walter Rauf, der machte so peu à peu Karriere, ehemaliger Marineoffizier, dann eben im Reichssicherheitshauptamt, eher für technische Angelegenheiten zuständig, damit eher Schreibtischtäter und mit 1942 mit seinem Kommando über diese mobile Truppe sollte er dann quasi weiter Auslandseinsatz bekommen und Karriereleiter weiter aufsteigen können. Der ist bis dahin unter anderem verantwortlich für die Organisation für die quasi Erfindung und den Bau und den Einsatz der sogenannten Gaswagen.
Das heißt, auf Lastwagen gebaute mobile Gaskammern, die in der deutsch besetzten Sowjetunion auch von den Einsatzgruppen benutzt wurden, um die Shoah eben zu verwirklichen. Man schätzt insgesamt historische Forschung 400.000 Opfer durch den Einsatz dieser Gaskammern, dieser mobilen, dieser Gaswagen. Und entsprechend eben für den Sommer 1942 sein Einsatz Richtung Ägypten im Nahen Osten. Die Frage, wie sieht denn dann der Resonanzboden dort vor Ort aus? Nun, wir wissen von massiver Propaganda in diesen Zeiten. Wir wissen aber auch von Informanten, unter anderem der Nazis, wie die Stimmung vor Ort war oder gewesen sein könnte. Da vielleicht noch ein, so ein bisschen Vorstellungsvermögen eröffnetes Zitat eines militärischen Informanten im August 1942. Der schrieb an die Wehrmacht folgendes, wieder Zitat: Die deutschfreundliche Stimmung unter den muslimischen Arabern besteht nach wie vor. Allgemein wird der Wunsch ausgesprochen, die Deutschen möchten kommen und das Land von den Besatzungsmächten und von seiner Not befreien. Jetzt wird es skurril, ja, um in der Öffentlichkeit von Hitler sprechen zu können, bedienen sich die Araber einer Reihe von Pseudonymen. Der neueste Deckname für Hitler ist Hatsch Numur, der Tiger. Siegeswünsche auf Hitler dienen häufig als Begrüßungsformel. Ja? Hatsch Numur, der Tiger, als Tarnbegriff für Hitler. So begrüßt man sich, zumindest in Syrien, glaubt man diesem Informantenbericht. Dass das alles nicht Wirklichkeit werden konnte, liegt an zwei charismatischen Briten. Einerseits hier an Winston Churchill vor Ort in Ägypten Anfang August. Der hat eine kluge Personalie entschieden, nämlich die Ablösung des bisherigen Oberkommandanten der 8. Armee und die Einsetzung eines neuen, des legendären Bernard Montgomery. Und mit diesem Bernard Montgomery bekamen die Briten letztlich dann vielleicht die Einstellung, auch den Mut gegenüber den Nationalsozialisten und Italienern zu bestehen. Letztlich Rommel vor Al-Alamein in die Defensive zu drängen und eben nicht zu ermöglichen, dass Rommel wie Rauf über die Strände von Tel Aviv flanieren können. Das ist also die Umkehr. Damit sind diese Planungen nie Wirklichkeit geworden. Einer der entscheidenden Nazi-Kollaborateure versucht noch 1943, 1944 immer wieder in den Quellen ablesbar, beispielsweise von der deutschen Luftwaffe, die Bombardierung Tel Avivs zu erreichen, immer wieder. Und genau dieses Denken transformierte der auch über die bedingungslose Kapitulation der Nationalsozialisten hinaus in die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Nahen Osten zurück. Er ist der Entscheidende, das wurde ihm nie angelastet. Nazi-Kollaborateur, der ist weiter hoch angesehen in der gesamten arabischen Welt. Bis zu seinem Tod 1974 und in dieser Kontinuität steht schon längst der Nachfolger bereit, sein angeblich entfernter Verwandter, rechts sichtbar, der Al-Fatah PLO-Chef Yasser Arafat. Und nie mehr ist Kritik daran, nie mehr Reflexion daran wirklich wirkungsmächtig geworden, was in diesen Kriegsjahren Richtung Palästina passiert ist. Und das vielleicht abschließend mit einem denkwürdigen Zitat. Genau dieses Yasser Arafat, der über diesen Nazi Amin al-Husseini Folgendes sagt, 2002 noch, haben sie es fertiggebracht, unseren Helden Amin al-Husseini beiseite zu schieben. Es gab zahlreiche Versuche, Hatsch Amin loszuwerden, den sie als einen Verbündeten der Nazis betrachteten. Und trotz alledem lebte er doch in Kairo, nahm am Krieg von 1948 teil und ich war einer seiner Soldaten. Zusammenfassend nochmal, wir können uns den Nahostkonflikt ohne den Input von Nazi-Ideologie und Propaganda und Aktion, wir können uns den Nahostkonflikt ohne diese entscheidenden Jahre nicht vorstellen und das müssen wir auch ernst nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch dir, euch allen auf dem Podium. Ich hoffe, dass spätestens mit diesem Beitrag oder mit diesen vier Beiträgen auch irgendwie das nicht als Restepodium wahrgenommen wird. Ich hoffe auch, dass ich nicht so verstanden wurde, dass ich das so genannt habe. Ich würde trotzdem nochmal eine Unterscheidung zwischen irgendwie rechten Antisemitismus heute und islamischem Antisemitismus anführen, nämlich den der, ein rechter Antisemitismus beruht auch auf einer Blut- und Bodentheorie, der dem islamischen Antisemitismus fernbleibt und der mehr darauf ausgelegt ist, ja auch auf Missionierung, auf Dawa und auf, darauf irgendwie Leute zu überzeugen. Also auch diese Unterscheidung würde ich gerne nochmal einmal in den Raum werfen, dass wir das nicht alles ganz angleichen und genau. Ich mit dem Blick auf die Uhr würde ich vielleicht ein, zwei Fragen in die Allgemeinheit werfen, aber ich möchte euch natürlich auch nicht die Gelegenheit nehmen, selbst Fragen zu stellen. Meine erste Frage in die Runde wäre zum einen, wir haben ja jetzt von fast allen auf dem Podium auch irgendwie zu diesen Kontinuitäten gehört und auch dazu, wie sich dieser Anti-Judaismus im Vorfeld irgendwie auch nochmal unterschieden hat vom jetzigen islamischen Antisemitismus der Moderne. Und auch von den Radiobeiträgen haben wir doppelterweise gehört und die von den Nazis direkt in den Nahen Mittleren Osten geschickt worden sind. Meines Wissens nach kamen die ja erstmal gar nicht gut an. Also ich würde jetzt mal in diese Richtung die Frage stellen, aber würde mich freuen, egal wer was dazu sagen möchte. Also was hat den Unterschied gemacht, ab welchem Zeitpunkt, weil es ist ja immer so dargestellt, als ob die Nazis immer ein Problem irgendwie mit Religion allgemein gehabt hätten. Dabei haben die Nazis ziemlich viel Zeit, Energie, Finanzen da reingesteckt, irgendwie den Islam zu studieren. Und dazu würde ich jetzt erstmal die Frage stellen, also was hat den Unterschied gemacht, wie haben die Nazis das hingekriegt von den schwachen Juden, die immer unterworfen waren im klassischen Antijudaismus, islamischen Antijudaismus, zu dem modernen. Wie kam dieser Switch? Ja, also ich würde sagen, das ist eine langsame Entwicklung in den 1920er Jahren, wo das stattfindet. Noch nicht mit direktem Input der Nationalsozialisten, sondern mit einem, ganz eindeutig, ohne Not von einem Reflektierer neben anderen gewählten als Entscheidung, auf radikalen Antisemitismus zu setzen für eine eigene Idee von Nation Building. Und das ist eben dieser Amin al-Husseini. 1920 gibt es da eine erste krasse Gewalteskalation, die Nebi Musa-Feierlichkeiten, eine Prozession von Gläubigen, die halt von einem Schrein in die Innenstadt von Jerusalem gehen. Und was sich in diesem Jahr 1920 da durch die Verschwörungserzählungen und durch diesen Hetzer Amin al-Husseini dann letztlich entwickelt, ist die Umwandlung einer Prozession in eine radikal antijüdische, pogromartige Situation, die über mehrere Tage anhält und der auch etliche Jüdinnen und Juden in Jerusalem zum Opfer fallen. Wir müssen also verstehen, ein Sektierer versucht da die eigene nationalistische Sache eben auch mit einer radikalen Form von Antisemitismus zu ergänzen, um sich selbst auch gegen Konkurrenz
durchzusetzen, die da eben auch noch bestand. Und genau diese radikalste Fraktion setzt sich dann zunehmend durch. Die Briten als neue Mandatsmacht entscheiden fatal im Nachhinein, ja katastrophal, genau diesen jungen Radikalen zur Austarierung der Kräfte vor Ort in Palästina als neuen Mufti einzusetzen, gegen kompetentere und eigentlich ausgewiesene religiöse Experten, die im Ranking weit über ihm standen. Diese fatale Entscheidung gibt letztlich auch eine Möglichkeit, dass dieser Sektierer seine Sache immer weiter durchsetzen kann. Und genau das passiert in diesem Jahrzehnt der 1920er Jahre. Daneben gibt es andere Entwicklungen, ja, dass eher muslimische Frömmler gleichzeitig so eine Vorstellung entwickeln, wir definieren einen Dschihad, das gibt es vorher nicht, wir definieren einen Dschihad als Kampf gegen die Juden. Dieser Prediger geht dann mit gutem Beispiel voran, ermordet einen jüdischen Hilfspolizisten mit Gleichgesinnten, die wollen dann quasi in die Hügel, in den Untergrund, werden dann schnell von der Patrouille gestellt und dieser Prediger, dieser Hater getötet. Wie heißt sein Name? So sensibel ist eben die Hamas in ihrem historischen Bewusstsein. Das ist Izzaldin al-Qassam, der Namensgeber für die selbstgebastelten Geschosse, der Namensgeber für den militärischen Arm dieser Muslimbruderschaft Pflanze. Und das heißt, die religiöse, geschichtsbewusste Wahrnehmung, die findet auf deren Seite sehr wohl statt. Und das, ne, auch das gilt es ernst zu nehmen. Wer trieb da sein Umwesen? Und da gibt es historisch ein ziemlich klares Bild. Wir müssen es nur wahrnehmen wollen. Ich kann vielleicht noch was ergänzen. Ich glaube, dass es nicht ganz richtig ist, dass Husseini der einzige Sektierer war, sondern es gibt natürlich auch noch andere, also das hast du wahrscheinlich auch nicht so gemeint, das hatte ich vorher schon kurz angesprochen, der Antisemitismus, der entwickelte sich, der islamische Antisemitismus, wo es eben um eine imaginierte Feindschaft von Juden gegen den Islam geht, der entstand eben ungefähr parallel zur Entstehung der Verschwörungsvorstellungen im europäischen Raum, zur Verbreitung der Protokolle von Weisen von Zion, diese antisemitische Fälschung, die sich in den 1920er Jahren in Europa verbreitete und dann auch auf Arabisch übersetzt wurde. Und ich denke, es gibt eben, um die Jahrhundertwende entstand eben der Antisemitismus, der islamische Antisemitismus in den arabischen Staaten und eben auch parallel dazu eine antisemitische Sichtweise auf den Zionismus. Und das, finde ich, kann man ganz gut sehen an dem Kairoer Herausgeber Rashid Rida, der 1898 den Zionismus noch wohlwollend betrachtete und gedacht hat, okay, Juden sind in Europa verfolgt und das ist eine, menschenfreundliche Bewegung, die armen Juden aus Europa hilft, irgendwie Fuß zu fassen. Und 4 Jahre später kann man in seinem Schreiben, also 1902, sehen, dass er diese Verschwörungsvorstellungen, dass Juden eine gefährliche Macht sind, eben in sein Denken integriert hat und dann auch den Zionismus so einordnet. Ne? Also das ist so ein Prozess, der findet ungefähr parallel statt in den arabischen Ländern und in Europa. Und dann kommt natürlich das dazu, was du angesprochen hast, in der Nazi-Zeit spätestens, es eine massive, Martin hatte das angesprochen, eine massive Kampagne erstens gab, eine massive Propagandakampagne, vor allem in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs, wo im Mittelpunkt die Vorstellung stand, der Zionismus ist nicht eine Gefahr nur sozusagen für die Region, sondern für die gesamte Welt. Der Zionismus will auch nicht nur Palästina, also wenn nicht nur eine nationale Heimstätte in Palästina, sondern will im Prinzip die ganze Welt erobern. Hitler hat eben, das hatte Martin auch zitiert, dass eben den Zionismus gesehen als Zentrale zur Weltverschwörung, hat es in sein Weltverschwörungsbild mit einsortiert. Und da haben wir eben eine massive antisemitische Kampagne,
der Deutschen, der Nationalsozialisten, die schon durchaus Missionscharakter hatte, würde ich sagen, und in die ganze Welt ausgestrahlt wurde. Nicht nur auf Arabisch, in die arabischen Länder, sondern auch in den Iran. Ayatollah Khomeini, der spätere Revolutionsführer, war ein Hörer von Radio Berlin, aber auch nach Indien. Also alle Länder, unter britischem Einfluss waren, überall dort, sollte mithilfe des Antisemitismus die lokale Bevölkerung aufgehetzt werden gegen die Briten. Und da haben dieses Radio Berlin, da gibt es Schätzungen, dass es 80% oder so einfach Antisemitismus war, was dort transportiert wurde. Das war ganz zentral. Und dazu gab es dann auch noch in Ägypten, der wichtigste Frontstaat sozusagen später Israels, den Versuch, also auch dort gab es eine lokale NSDAP-Gruppe. Da hat man versucht, diese lokale NSDAP-Gruppe hat versucht, den Antisemitismus zu fördern. Man hat festgestellt, dass es mit der Rassentheorie nicht so gut klappt, dass das nicht so gut ankommt in den arabischen Ländern. Und hat die lokale Gruppe entschieden, okay, wir fokussieren uns auf den Konflikt in Palästina. Also das wurde ganz massiv sozusagen schon in den 30er Jahren geschürt. Und insofern haben die Deutschen in der Geschichte wirklich eine historische Verantwortung für die Entstehung des islamischen Antisemitismus, würde ich sagen, und auch natürlich eine Verantwortung, diesen Antisemitismus mit zu bekämpfen. Ja, absolut. Ich möchte nur noch mal, also nicht nur, sondern nur noch einen quasi, weil die Protokolle jetzt gefallen sind und die tragen jetzt hier und im Titel. Und ich finde es schon interessant und ich glaube total wesentlich, dass auch in der deutschen Ausgabe zum Beispiel von 1920, herausgegeben von Ludwig Müller unter dem Pseudonym Gottfried zur Beek, eben der Antizionismus auch nochmal vorkommt. Und die Protokolle sind ja bekannt für diese quasi massenhafte Verbreitung der Verschwörungsideologie, des Antisemitismus als Weltanschauung, dieser Allumfassendheit und so weiter. Aber auch in seinem Vorwort 1920 schreibt er eben, das neue Reich Zion soll den überschießenden Teil armer Juden, besonders aus Russland, aufnehmen, damit diese den jüdischen Gemeinden nicht länger zur Last fallen. Und jetzt kommt's, darüber hinaus aber soll dieser Judenstaat später die Hausmacht des jüdischen Herrn der Welt bilden. Also ich glaube tatsächlich, dass sich da auch nochmal zeigt, dass alles nicht voneinander zu trennen ist. Dieses ganze welterklärerische, verschwörungsgläubige, allumfassende und eben der Antizionismus, der, ja, ich glaube auch nicht, dass die Protokolle der Weisen von Zion halt zufällig, also das, ich glaube, dass Zion in diesem Namen steckt, schon auch was zum Antizionismus beigetragen hat und eben die Verbreitung in der Propaganda spricht ja dann für sich. Es wurde schon einiges gesagt. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Und zwar, der Antijudaismus wurde ab dem 13. Jahrhundert richtig wiederbelebt. Und zwar durch den Lehrer von Rashid Rida, das ist Ibn Taymiyyah, gestorben 1328. Das ist der Denker des Antijudaismus. Und er hat schon in seinen Schriften, also in seinen Verzauerwerken, 35 Bände, stehen einige Verzauer, also Rechtsgutachten, wo man die Jüdinnen und Juden auch tötet. Also das und auch zum Beispiel sein Verzauer gegen diejenigen, die den Propheten beleidigen. Als Rashid Rida, gestorben 1935, er ist derjenige, der die Schriften von Ibn Taymiyyah wiederbelebt hat. Übrigens der Theoretiker des Islamismus. Es ist nicht Ibn Taymiyyah oder Rashid Rida oder Sayyid Qutb, sondern es ist Ibn Taymiyyah in erster Linie. Danke. Erstmal, ich bin gerade ganz glücklich, dass ihr alle auf die erste Frage direkt reagiert habt. So kann ich direkt ins Publikum weitergeben. Würde gerne erstmal irgendjemanden von der Gesellschaft kurz nach vorne bitten, damit man das Funkmikrofon weitergeben kann. Und dann würde ich gern vorschlagen, erstmal du und du, dann seid ihr sehr nah beieinander, dann kann ich das erste Mikrofon weitergeben. Ich glaube, es funktioniert.
Also ich hätte nochmal die Frage, weil ich jetzt auch schon in Diskussionen, die ich geführt habe, immer mal wieder erlebt habe, dass dann gesagt wurde, ja, der Mufti hatte ja eigentlich gar nicht so eine zentrale Stellung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Einfach nochmal die Frage, welche Rolle hat Amin al-Husseini dann in der palästinensischen Gesellschaft gespielt? Vielleicht dann auch später für die palästinensische Nationalbewegung, vielleicht in seiner Rezeption bei Arafat, ist das nur so eine zentrale Figur, auf die man sich irgendwie bezieht, oder ist das auch theoretisch fundiert? Und vielleicht auch nochmal aus theologischer Sicht, also was erstmal seine Rolle als Mufti erstmal überhaupt für Muslime war. Also vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu fundieren, warum da so ein Fokus auf Amin al-Husseini außerhalb der NS-Kollaboration liegt. Ja, das beantworte ich gern. Und Ihre Wahrnehmung, da ist viel sagt, ne? Gerade so aus dem Islam oder aus den Islamwissenschaften auch, Arabistik, kommt immer dann so ein Hinweis von ganz bestimmten Seiten, dass der im Grunde genommen gar keine Rolle gespielt hat. Oder da wird dann halt dieser Hass erfüllt, der Antisemitismus, dieser auch wirklich Erlösungsantisemitismus, runtergerechnet auf die Formel, die pure Fiktion ist, ne? Die Formel, ja, das ist doch dann die Tendenz der Feind, meines Feindes ist mein Freund, und die waren halt antibritisch und deswegen sind sie pro Hitler gewesen, rein zufällig. Das ist Quatsch, und das müssen wir auch verstehen und auch wieder ernst nehmen. Wir dürfen uns das Mandatsgebiet Palästina nach dem Ende des Osmanischen Reiches nachdem dieser Flecken dann irgendwie auch so ein bisschen ins Weltgeschehen tritt, durch verschiedene historische Entwicklungen, können wir uns nicht vorstellen als eine offene Gesellschaft, sondern das, was da im frühen 20. Jahrhundert quasi als gesellschaftliche Realität herrscht, das ist eher eine Bedingung von Feudalismus, wo wenige Großgrundbesitzer, wenige einflussreiche arabische Familien das Geschehen bestimmen. Und zwei der wichtigsten Familien sind eben die Naschashibis, auf der einen Seite eher weltoffener, und die Husseinis mit einigen Radikalen in ihren Reihen. Ja? Mit einigen auch zu der Zeit, frühes 20. Jahrhundert, auch wirklich schon sich antijüdisch äußernden. Jetzt war, als die Briten in Palästina ankommen, als Sir Herbert Samuel, der derjenige ist, der dieses Mandat irgendwie füllen soll, war ein Naschashibi schon Bürgermeister von Jerusalem. Und deswegen die einzige, diese simple Rechnung, der ist jetzt schon Bürgermeister von Jerusalem, dann nehmen wir einfach einen Husseini zum Mufti. Ja, ist doch prima, da tarieren wir die Machtverhältnisse aus. Ja? Und dann nehmen wir doch gleich diesen jungen Radikalen, der diese Gewaltwelle ein paar Monate vorher initiiert hat, nehmen wir den doch und binden den in unsere Machtverhältnisse ein. Was für ein Coup. Der ging so richtig nach hinten los, und trotzdem, der Mufti ist die höchste Autorität in Glaubensfragen. Da im Islam so, auch zu dieser Zeit, die Trennung zwischen Welt und Religion, zwischen Zivilleben für uns selbstverständlich und Glaubensort nicht existiert, ist der auch eine wirkliche Autorität für das ganze Leben, ja. Der formuliert Fatwas, quasi die Glaubenssätze, um alles Mögliche zu regeln. Ja, und dessen Autorität ist unangefochten. Und mit seinem radikalen Kurs kann er sich auch genau mit dieser Autorität in Glaubensfragen in dem Jahrzehnt der 1920er Jahre glaubwürdig durchsetzen. Und dass das keinen Schaden nahm durch die Kollaboration mit den Nazis, ist Beleg dafür, dass er quasi diesen Zusammenschluss der sieben wichtigsten arabischen Parteien in Palästina, das oberste arabische Komitee, was mit irgendwie auch so Führungsebene in diesen verheerenden Jahren des sogenannten arabischen Aufstands war, gleich wieder als Vorsitz überantwortet bekam, als er aus Europa 1946 wieder zurück in die arabische Welt, in dem Fall nach Ägypten, floh. Sofort treffen sich die Repräsentanten der gerade gegründeten Arabischen Liga mit dieser Figur,
der kann allen Ernstes ja, den Vorsitz einer muslimischen Glaubenskonferenz, einer Weltkonferenz in Glaubensfragen führen, 1954. Das heißt, die Augen zu verschließen über dessen offenbare Autorität, auch weit über 1945 hinaus, ist einigermaßen abenteuerlich, und wir müssen dessen Wirken ernst nehmen, weil der die Kontinuitätslinien weiter ermöglicht, die sich in seinem Sinne entwickelt haben, und darüber hinaus dann ne, auch in anderer Weise in Richtung PLO, in Richtung ne, eines politischen Islam, was aber kein Widerspruch ist. Hassan al-Banna ist mit dem gut bekannt gewesen. Seine Charakterisierung, seine Ausrichtung der Muslimbruderschaft passiert in Ägypten auch nicht ohne diesen Amin al-Husseini, sondern mit ihm. Und das lässt so erahnen, dass der alles andere als bedeutungslos war, sondern eine Schlüsselfigur. Danke dir. ich würde vorschlagen, dass wir ab jetzt immer zwei Fragen auf einmal stellen, dann erstmal du und dann du, sodass wir irgendwie... danach fange ich auch an, die Leute in den hinteren Reihen zu beachten, sorry. Und dann können wir so gemeinsam die Fragen beantworten und vielleicht auf die Zeit achten, weil wir nicht so viel Zeit haben und ich gerne viele Fragen ans Podium weiterleiten würde. Erstmal vielen Dank an das gesamte Ensemble. Das war wirklich eine hohe Informationsdichte, das hat mir sehr gefallen, es war ein toller Vortrag von allen. Und ich habe eine spezielle Frage an Sie, Herr Uri. Und zwar, ich habe sträflich wenig Wissen über islamische Theologie und ich frage mich, welchen Platz Juden und Jüdinnen in der islamischen und in Abgrenzung dazu möglicherweise islamistischen Auslegung der islamischen Eschatologie einnehmen. Also was spielen Juden und Jüdinnen für eine Rolle für die Erlösungserzählung der islamischen Religion? Ist das dann einfach beim Islamismus einfach in Anführungszeichen der dumpfe Erlösungsantisemitismus? Ist das komplexer? Und gibt es verschiedene eschatologische Erzählungen in den verschiedenen islamistischen Gruppierungen? Okay, cool. Ja, vielen herzlichen Dank auch an das Podium. Und ich habe tatsächlich eine sehr handlungsorientierte Frage, nämlich ich finde den Diskurs sehr wichtig, auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Aber gerade wenn wir halt über die historisch-kritische Exegese zum Beispiel sprechen, die ja auch gerade in den Theologien etc. in der Wissenschaft durchaus besprochen wird, was braucht es, welche Strukturen braucht es, dass das überhaupt auch in den Bildungsinstitutionen oder bei den SchülerInnen ankommt tatsächlich, Stichwort Ausbildung von islamischen ReligionslehrerInnen, Religionskunde, ja, nein, und eben auch das Auslassen der deutschen Rolle bezüglich des Nahostkonflikts und die Verquickung. Ich finde das auch ganz schwierig, dass hier von Palästina konstant gesprochen wird, weil ich mich dann frage, worüber sprechen wir, Mandatsgebiet Palästina und welche Gruppierungen sind damit alle gemeint. Dankeschön. Ich beginne mit Ihren Fragen und dann komme ich zu mir zurück. Also, was jetzt der islamische Religionsunterricht in Deutschland betrifft, wir wissen, dass seit 2010, also dass einigen Instituten in deutschen Universitäten die islamische Theologie und Religionspädagogik anbieten. Das Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrer für den islamischen Religionsunterricht, sag ich mal, auszubilden. Und die Erwartung ist bis heute sehr riesig. Man sagt, der islamische Religionsunterricht hat eine integrative Rolle. Allerdings, ich muss Ihnen sagen, ich habe eine neue Studie aus Münster, wo die islamische Theologie hier bei uns in Deutschland eher sehr konservative Lehrerinnen und Lehrer, sag ich mal, produziert. Das ist echt ein Fakt halt. Ne? Fragen Sie mich nicht, warum, ich kann hier nur spekulieren. Wir haben zwei Bildungssysteme hier in Deutschland. Wir haben der Koran am Wochenende als Unterricht in den Moscheen und der konkurriert unheimlich mit dem islamischen Religionsunterricht in den Schulen. Die Kinder, viele Kinder, wir haben auch viele Berichte,
wenn sie am Montag oder unter der Woche in der Schule, in die Schule kommen, sie sind nicht mehr zu erkennen. Das heißt, sie bekommen einiges damit oder bekommen einiges in den Koranunterricht. Und hier ist die Rolle der konservativen Dachverbände, hier möchte ich auch ein Wort sagen, und zwar ganz deutlich, die Feinde der Integration der Muslime, die Verbreiter des muslimischen Antisemitismus in Deutschland sind alle diese Dachverbände, gehen mit der DITIB und Co. Und ich betrachte die Moscheen als Orte hier bei uns in Deutschland, als Orte der politischen Vorradikalisierung der Muslime. Die sind eher die Hindernis für die Integration der Muslime. Deshalb rate ich immer, und das sage ich immer, oder rate ich davon ab, bloß nicht mit diesen Dachverbänden zusammenzuarbeiten. Allerdings, unser Politiker und die beiden Kirchen haben eine Vorliebe, mit den Dachverbänden zusammenzuarbeiten. Ich rede hier über die etablierten Parteien. Ich komme zu Ihrer Frage, nämlich mit der Eschatologie. Wir haben eine es gibt erstmal, wir hatten heute nur über den sogenannten Koran gesprochen, als erste kanonische Quelle des Islam. Wir haben auch eine zweite kanonische Quelle, das ist die Tradition des Propheten Mohammed, die eher 2 Jahrhunderte nach dem Tod des Propheten Mohammed verfasst worden ist von Menschen. Inzwischen diese zweite kanonische Quelle wird in muslimischen arabischen Ländern in Zweifel gezogen. Wir haben echt viele Muslime, die sagen, bloß nicht mit diesem Gelaber der zweiten kanonischen Quelle. Es ist echt so, man redet darüber, man spricht darüber in arabischen Ländern, Algerien, Marokko, Tunesien und so weiter. Wir haben einige Aussagen, eine der Aussagen zum Beispiel, es wird diese Raldach-Aussage, also irgendeine Pflanze, irgendwann mal kommt nämlich das Ende oder Jenseits und irgendein Pflanze oder ein Baum redet und zeigt den Muslimen, also eher Gelaber, wirklich, zeigt den Muslimen, da ist ein Jude, wir müssen ihn töten. Oder es gibt sogar die Aussage, also ehrlich gesagt, wenn der Prophet sowas gesagt hätte, dann ever. Ich möchte hier ein Beispiel nennen, und zwar, es gibt auch diese Aussage, wo Gott die Muslime fragt, oh, du hast genug gesündigt, aber für dich, nämlich einen Juden, der in die Hölle geht, du gehst nicht in die Hölle, also solche Aussagen. Also da hört eine Vernunft zu funktionieren, wenn man daran glaubt. Und deshalb sage ich mal, die Muslime inzwischen sehr kritisch gegenüber diese Aussagen sind halt. Die Theologie, wenn wir über die Theologie in Deutsch, sage ich mal, überhaupt von der Theologie sprechen, wir müssen unterscheiden zwischen der islamischen Theologie in den muslimischen Ländern, da müssen wir auch sogar unterscheiden zwischen der klassischen Theologie und der modernen Theologie, die nicht von Theologen betrieben wird, sondern eher von anderen Leuten mit anderen Fächern. Und wir müssen auch sprechen von der islamischen Theologie hier bei uns in Deutschland. Das Thema islamischer Antisemitismus, es ist ein Tabu hier in Deutschland von muslimischen Theologen. Das ist sehr wichtig, dass was als Verbreitung oder ein Thema, das immer sagt, oder eine Behauptung, dass der Antisemitismus überhaupt nicht mit dem Islam zu tun, sondern das ist entstanden, das ist eher ein Es ist eher ein islamistischen Antisemitismus, das ist die These einer Vertreter der Uni, nämlich Osnabrück, und das ist wieder der Versuch, halt die eigene Religion in Schutz zu nehmen. Wenn wir über den islamischen Antisemitismus sprechen, dann müssen wir sofort mit dem 7. Jahrhundert anfangen zu reden. Wir müssen mit dem Koran, über den Koran, über die Tradition des Propheten und die historische Entwicklung des Antijudaismus, die immer präsent in der Geschichte des Islam und so, vor allem bis zu der Kolonialherrschaft. Die Jizya, die Kopfsteuer, in Nordafrika wurde beendet durch die Präsenz der Franzosen. Also Jüdinnen und Juden mussten eine Kopfsteuer zahlen, und beim Zahlen mussten sie geschlagen werden, ja, also erniedrigt werden. Die Erniedrigung, dieser Status der Erniedrigung muss die Jüdinnen und Juden daran erinnern, dass sie glücklich sind, dass sie unter muslimischer Herrschaft leben, und deshalb würden sie sogar körperlich angegriffen.
Ja, hallo, vielen Dank erstmal wirklich an das Panel, waren super interessante und auch wichtige Beiträge. Und ich hatte auch nochmal eine Frage zur Auseinandersetzung mit Amin al-Husseini, weil es jetzt halt die wissenschaftliche Auseinandersetzung ja mehr und mehr gibt und da eigentlich auch schon seit Jahrzehnten da historische Quellenarbeit geleistet wurde und das aufgedeckt wurde, diese Kollaboration. Und dann gibt es aber ja auch Leute wie Ilan Papir, also diesen israelischen Historiker in Anführungszeichen, der dann ja so Sachen schreibt, also der immer probiert, das umzudrehen irgendwie. Also der halt sagt, wenn man Israel als siedlerkolonialistisches Projekt akzeptiert, dann muss auch die Rolle von Amin al-Husseini im Zweiten Weltkrieg neu eingebettet werden oder sowas. Und dann gibt es noch gleichzeitig diese Obsession, Zionist, also den Zionismus in die Nähe des Nationalsozialismus zu setzen. Ne? Der hat ja auch mal gesagt, hey, that's why Zionism and Antisemitism have so much in common. Even Zionism and Nazism had something in common in the early 1930s. They have one common ideology, to get the Jews out from wherever they are and bring them to Palestine. Und da ist halt die Frage, ob das dann auch so, also frage ich mich, ob das dann so zusammenhängt, dass dann so diese anscheinend gezwungene Kollaboration Husseinis mit dem Feind der Feinde gegenübergestellt wird, einer tatsächlich gezwungenen leichten Kollaboration quasi mit zionistischen, also in den 1930ern gab es ja meiner Meinung nach diese, also Kollaboration kann man ja kaum nennen, aber dass halt Juden aus Deutschland gebracht worden halt nach Palästina. Ich finde es halt so wirkmächtig, frage mich halt, ob das zusammenhängt, weil heute ja bei so Studierenden dann immer diese Zionism equals Fascism Schilder hochgehalten werden und die palästinensischen... Möchtest du langsam zu deiner Frage kommen? Sorry. Ja genau, also inwiefern das zusammenhängt oder ob dieser Zusammenhang halt besteht zwischen diesen beiden... Dann direkt die zweite Frage. Direkt, genau. Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen mehr in die Gegenwart kommen. Sie haben ganz auf der rechten Seite der Referent auf diese schreckliche Gruppenvergewaltigung im Pariser Vorort verwiesen, vor ein oder zwei Wochen. In Frankreich stehen jetzt die... Am letzten Samstag. Am letzten Samstag, ja. Am 15. Juli. Am 15. Juli an der Nähe von Paris, Côte-de-Bois. Ja, dankeschön. In Côte-de-Bois, glaube ich, im Norden von Paris. In Frankreich stehen dann jetzt in gut einer Woche die Parlamentswahlen an und da haben wir so ein bisschen die Situation, hat man ein bisschen die Situation, dass sich die, das Rassemblement National als eine Opposition zu einem solchen Antisemitismus darstellt. Und gleichzeitig hat man so ein bisschen auf der linken Seite, ja, mit dieser Mélenchon-Linken, auch wirklich ganz furchtbare Personen dabei, die ganz furchtbare Sachen gesagt haben. So eine Seite des islamistischen Antisemitismus in manchen Positionen findet. Sie haben, Nico, ich werde mit den Nachnamen, glaube ich, nicht, ist mir nicht mehr in Erinnerung, nur noch der Vorname. Sie haben jetzt aus dem deutschen rechtsextremen Spektrum auch so ein paar eher obskure, also dieser Volkslehrer und so, also das sind ja doch eher noch viel rechtsextremere Positionen. Jetzt haben wir mit Frankreich, da steht das bevor, dass es sein könnte, dass da eine rechtsextreme Partei also erhebliche Macht haben wird. Und in anderen europäischen Ländern oder in anderen westlichen Ländern, das ist ja auch so, wie groß sehen Sie denn jetzt die antisemitische Gefahr in diesen rechtsextremen Strömungen, die, naja, etwas mehr Aussicht auf Erfolg haben, als vielleicht hier die AfD oder so Volkslehrer fressen? Ich fange einfach mal von hinten an mit dem Rassemblement National, zu dem ich so im Detail gar nicht so furchtbar viel sagen kann, weil ich glaube, dass schon alles noch mal ein bisschen anders gelagert ist als in Deutschland, sowohl was das Verhältnis zur Shoah als auch was das Verhältnis, und das ist zum Teil daraus abgeleitet, zu Israel anbelangt. Diese Abkehr vom, also unter Anführungsstrichen, diese Abkehr vom Antizionismus und diese Verurteilung von Antisemitismus in seiner, aus linken und aus islamischen und islamistischen Milieus hat, glaube ich, tatsächlich zwei Beweggründe oder sowas. Der eine ist eine ganz klassische,
ist halt Rassismus. Also ne, gerade beim Muslimen ist das einfach funktioniert total gut. Und das andere ist aber eine Projektion und eine Ablenkung, eine Abwehr vom eigenen Antisemitismus, der ja auch die Form als Antizionismus hatte und teilweise hat. Genau, das ist einfach eine klassische Dethematisierung, die man ja gesehen hat. Also so, wenn Sie jetzt fragen, wie groß ist die Gefahr, die von denen ausgeht, ich glaube, ach, ich weiß es nicht, ich traue mich da jetzt gar keine Prognose oder sowas, aber ich glaube, dass an dem Punkt das wieder wesentlich wird, Antisemitismus in allen seinen Formen eben in den Blick zu nehmen. Und also mir fällt gerade eine Veranstaltung der AfD in Passau ein, vor 2 Jahren. Und die AfD redet ja die ganze Zeit von Soros und den Globalisten und den Finanzeliten und sie würden hingegen Politik fürs Volk machen. Und genau eine solche Rede hat die damalige bayerische, eine von 2 Spitzenkandidatinnen, Katrin Ebner-Steiner, gehalten auf dem Parteitag in Greding, nicht in Passau, der AfD-Parteitag. Und dann gab es einen Zwischenruf, wir werden von den Juden regiert. Und ich glaube, das ist ein Mechanismus, den wir gerade in diesem parteiförmigen rechtsextremen Antisemitismus heute häufig sehen, ist, dass sozusagen die Leute, die irgendwie Interviews geben und Spitzenkandidaten, Funktionen und sowas bekleiden, ebenso Formen des kodierten, kamouflierten, modernisierten, chiffrierten, wie auch immer, Antisemitismus nutzen und halt so Sachen sagen und dass das aber bei der Basis und bei den Leuten, die das verstehen sollen, sehr wohl, sehr offen antisemitisch ankommt. Was ja gleichzeitig wiederum, das finde ich, haben Leo Löwenthal und dann im Anschluss Lars Rinsmann schon rausgearbeitet, so eine Gemeinschaft wiederum bildet. Zwischen dem, also bei Löwenthal ist es der Agitator und dem Publikum, des sich Verstehens, ohne dass gesagt werden müsste, was man denn meint. Genau, eine konkrete Gefahrenprognose, die spare ich mir jetzt und gerade für Frankreich, aber genau, ich glaube, dass eben diese unterschiedlichen Formen des Antisemitismus, die ja dann immer auch wieder austauschbar sind, und ne, das war ja gerade mein Versuch, den Antizionismus kann man halt aus dem Antisemitismus nicht so rausrechnen, wie das mitunter, glaube ich, gerade getan wird und umgekehrt auch, genau. Vielleicht zu Frankreich. Ich beschäftige mich auch mit vor allem mit dem Antisemitismus und der politischen Islam in Frankreich. Das hat auch mit meiner Geschichte, dass ich Algerier bin, zu tun. Und wenn man versucht, sage ich mal, den politischen Islam, den muslimischen islamischen Antisemitismus in Frankreich zu verstehen, es ist für uns ein Feld, was in 10 Jahren in Deutschland passiert. Das heißt, das, was passiert in Frankreich, wird auch bei uns passieren. Halt. Und Sie haben auch den Namen erwähnt von La France des Insoumis, also diese Partei, diese pro-Palästina-linke Partei, die wirklich, sag ich mal, einen erheblichen Anteil bei der Verbreitung des Antisemitismus nach dem 7. Oktober in Frankreich gespielt hat und also eine zentrale Rolle. Und dann haben wir die sogenannten RN, Rassemblement National von Jean-Marie Le Pen. Und dort wird das Thema Antisemitismus, politischer Islam und Integration eher politisch missbraucht halt. Aber wir haben ein großes Antisemitismusproblem in Frankreich. Ich war vor kurzem in Marseille und Marseille, also irgendwo überall findet man einen Zettel hängen an Laternen oder an die Wände und da steht Boykotte Israel. Also man sieht, dass es wirklich einen sehr starken Antisemitismus in Frankreich verbreitet ist. Darüber hinaus, nicht erst nach dem 7. Oktober, allerdings die Zunahme ist es im Vergleich zu 2022, das sind 1000% Zunahme antisemitischer, sage ich mal, Fälle halt in Frankreich. Wenn wir über Deutschland reden, dann wir müssen immer gucken, wie die Franzosen damit umgehen. Was lernen wir daraus? In Frankreich ist es erlaubt, Imame als Hetzer sofort abzuschieben.
Ja, wurden einige Imame, Hetzer, politischer Islam, Antisemitismus, wurden wirklich abgeschoben. Jetzt dürfen wir sowas in Deutschland machen oder nicht. Ich würde sogar auch der Gedanke formulieren, vorsichtig, das hat auch mit der Geschichte Deutschlands zu tun, dürfen wir auch Menschen die Staatsangehörigkeit entziehen, wenn sie gegen Israel hetzen, wenn sie den politischen Islam oder den Extremismus halt verbreiten. Also das sind Gedanken, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit und es werden solche Themen kommen und darüber halt, Frankreich hat schon Entscheidungen getroffen, um sie machen lassen. Solche Themen sind ja auch schon in Deutschland diskutiert tatsächlich, also wie im Fall jetzt um Abschiebungen nach Afghanistan oder so. Das wollte ich jetzt einmal ganz kurz anmerken, da bist du ja auch nochmal drauf angegangen, also zum Beispiel bei dem bei dieser Messerstecherei, bei der, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, der Polizist in Mannheim, Entschuldigung, in Mannheim verstorben ist, da wurde jetzt auch drüber diskutiert, ob dieser Täter, der abgeschoben werden soll. Dieser Täter ist mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Mit 13. Das heißt, als Kind kann man noch nicht von einem Faschist, von einem Antisemit oder einem Islamist sprechen. Das heißt, er hat sich in Deutschland radikalisiert und in Deutschland ist er auf solche Gedanken gekommen. Und ich will das einmal nochmal reinwerfen, das ist auch ein deutsches Problem. Also, und gerade heute, wo wir jetzt auch nochmal so zu diesen Kontinuitäten gehört haben, ist es nochmal fataler, da auf die Idee zu kommen, diese Leute dann zurück in ein Land abzuschieben, indem man das selbst, also diesen modernen Antisemitismus erst selbst reingetragen hat mit. Also das wollte ich noch einmal kurz anmerken. Vielleicht zu der Frage da hinten, aber ich finde das gut, das Problem, denke ich auch, lässt sich nicht mit Abschiebung lösen und schon gar nicht mit Entzug der Staatsbürgerschaft, dann hätten wir wirklich eine, ja, Zweiklassengesellschaft, eine rassistische Gesellschaft oder so. Da hinten wurde das angesprochen, diese Ilan Papé, die Sicht auf den Zionismus, die Sicht auf die verharmlosende Sicht auf den Mufti, also eine ja, und Verständnis sozusagen für die Geschichte des Mufti, wenn man sich die Geschichte des Zionismus anguckt. Und ich würde schon sagen, das hängt auf jeden Fall zusammen, weil aus diesem Spektrum gibt es, würde ich sagen, zwei immer wieder gleiche Argumentationsweisen, die zusammengehören. Und das eine ist, dass die Geschichte des Zionismus, also ganz unhistorisch, aus einem, also schematisch dargestellt wird, in delegitimierender und dämonisierender Weise. Und sie wird sozusagen eben heute unter dieser Schablone des Siedlerkolonialismus im Prinzip von Anfang an als böse, als delegitimierend beschrieben. Also uns wird im Prinzip vollkommen ausgeblendet die wirkliche Geschichte des Zionismus. Die findet nicht statt. Also wenn zum Beispiel auch die, was du zitiert hattest, diese zeitweise erzwungene Zusammenarbeit oder Kooperation zwischen zionistischen Organisationen in Deutschland während des Nationalsozialismus mit Institutionen des Nazistaates, die dazu diente, nach der Einführung der Rassegesetze, Nürnberger Rassegesetze 1935 und so weiter, einigen jüdischen Menschen das Leben zu retten, indem man es ihnen ermöglicht, nach Palästina zu flüchten, wo klar war, dass es in Deutschland keine Zukunft mehr für jüdische Menschen gibt. Das ist natürlich, das kann man nicht als freiwillige Zusammenarbeit bezeichnen, sondern es ist eine erzwungene Kollaboration unter der Androhung, sonst werdet ihr alle ermordet. Ja? Und diese Politik der Nazis ist auch dann eingestellt worden. Das war eine bestimmte Strömung im Nationalsozialismus, die sich dafür eingesetzt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt Juden eben eher zu vertreiben, als es die als die Vernichtungspolitik noch nicht angefangen hat. Und 1937, als die Briten den ersten Teilungsplan vorgelegt haben, also als die Vision realistisch wurde, dass man das Land teilen könnte, in dem Moment hat man im Auswärtigen Amt, haben deutsche Beamte
festgestellt, okay, das ist, wird hier real, es wird sozusagen, gibt die praktische Möglichkeit, dass ein jüdischer Staat entstehen könnte. Und da hat man im Auswärtigen Amt dafür plädiert, das können wir nicht weiter unterstützen, weil dann entsteht ein jüdischer Staat und das wollen wir nicht. Und stattdessen hat man die Linie eben vorgegeben, ab jetzt wollen wir das Judentum in die ganze zersplittern, heißt es in den historischen Quellen. Und nicht mehr darauf setzen, jüdischen Menschen zu helfen, unter bestimmten, ganz beschränkten Bedingungen nach Palästina. Und hier war kurz die Frage, was heißt Palästina? Palästina meint bis 1948 Mandatsgebiet Palästina. Mhm. Genau. Also das ist sozusagen die Geschichte des Zionismus, wird völlig aus dem historischen Kontext gezogen, genommen und dämonisiert und delegitimiert. Ja. Und dazu gehört auf der anderen Seite, dass ganz klar, dass die Kollaboration oder die reale Geschichte der arabischen Nationalbewegung oder der Geschichte des Muftis, der palästinensischen Geschichte, die wird auch total selektiv wahrgenommen. Und im Prinzip werden arabische Menschen, Politiker, palästinensische PolitikerInnen und so weiter als passive Opfer häufig dargestellt. Also das wird, ich habe mal eine Arbeit geschrieben über die Darstellung Israels in der Presse zu Zeiten der Beginn der 2000er Jahre. Da ist das ganz deutlich, dass im deutschen Diskurs palästinensische Bewegungen, palästinensische Menschen eigentlich immer passiv sind und eigentlich gar nicht wahrgenommen wird, was da real passiert und auch nicht ernst genommen wird. Und das ist, das würde ich sagen, das ist in der Geschichte so. Also es wird nicht wirklich aufgearbeitet, was ist da passiert, was ist da genau geschehen mit dem Mufti von Jerusalem. Es wird heute nicht genau geschaut, was macht eigentlich die Hamas, aber es wird auch nicht genau geschaut, was passiert in der palästinensischen Autonomiebehörde und was wird dort vertreten. Also und zum Beispiel auch der Antisemitismus wird nicht gesehen. Also der Berater, der wichtigste Berater von der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud al-Habbas zum Beispiel, wenn der den Konflikt antisemitisch deutet, wie Suren so interpretiert, wie zum Beispiel Sure 17, alle Juden kommen irgendwann zurück in das heilige Land Israel, dann interpretiert das dieser Mahmoud al-Habbas so, sie kommen zurück in das heilige Land Israel, damit wir sie dort besser ermorden können. Ja, das ist die Auslegung, eine antisemitische Auslegung einer Sure heute in der palästinensischen Autonomiebehörde vom höchsten islamischen Geistlichen, und das interessiert hier niemanden. Das wird einfach ausgeblendet, und Ilan Papier blendet das natürlich auch aus, weil da würde man dann, müsste man da vielleicht doch mal sich von distanzieren und sehen, dass das reicht vielleicht. Also hier wird sozusagen ausgeblendet die Gewaltgeschichte und der Antisemitismus, und auf der anderen Seite wird selektiv sozusagen die Geschichte des Zionismus eben dämonisiert dargestellt. Das gehört meiner Meinung nach zusammen. Auch nur noch ein Satz oder vielleicht zwei zu dem Verhältnis von Zionismus und Antisemitismus. Es gab im frühen Antisemitismus in den 1910er, 20er Jahren vereinzelt Kontakte zwischen Zionisten und Antisemiten, die sozusagen von beiden Seiten, würde ich sagen, von der Frage geprägt waren, sind wir denn nicht Volk genug, um über dieses quasi zionistische Argumentation des Judentums als Volkes Gemeinsamkeiten finden zu können. Und diese Kontakte waren alle relativ kurz, weil, mal abgesehen davon, dass der Antisemitismus natürlich dann immer auch bei fast allen Leuten sehr schnell antizionistisch wurde, die vor allem am Universalismus der Zionisten gescheitert sind, weil die halt nicht den Zionismus, wie die Antisemiten das gerne gehabt hätten, als Möglichkeit, möglichst viele Juden über die Grenze zu kriegen, gesehen haben, sondern den Zionismus gleichzeitig zu der Aufrechterhaltung der Emanzipation ab 1871 und gesehen haben und natürlich diese bürgerlichen Rechte, die die Juden da bekommen haben, behalten wollten, und die Antisemiten natürlich überhaupt nicht. Danke ich euch. Ich sehe, es gibt noch sehr, sehr viele Fragen, aber die Gesellschaft für kritische Bildung hat irgendwie eine 15-Minuten-Pause zwischen diesem Panel und dem nächsten angesetzt. Deswegen würde ich euch gerne einmal kurz an die frische Luft entlassen, sodass ihr nochmal aufatmen könnt, bevor es dann, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, zum Panel kommt: Antisemitismus in Hochschulen und die Frage der Bildung. Vielen Dank.